Der Boom und die Sensation war so da, weißt du, ohne mein Team und Palmos Passi, das kam in einer Zeit, da gab sowas halt nicht. Das muss man ja auch immer im Kopf haben, ist ein bisschen schwierig, sich in die Zeit zu versetzen, weil jetzt wird Deutschland überflutet davon. Mhm. Jetzt ist Palmos Plastik nur eine Sache zwischen den ganzen Sachen, die wie Palmos Plastik sein wollen. Wie seht ihr das? Also wer hat eurer Meinung nach den Beef gewonnen, wenn man das so sagen kann? Wie gesagt, Eminem knapp, weil du musst als Herausforderer wie im Boxen, glaube ich, wirklich eindeutig besser sein, damit du gewinnst. Guter, interessanter Ansicht. Ich weiß nicht, ob das fair ist, aber ich glaube, das steht in dem Buch des Lebens, ist es so verankert. Ich kann mir das nicht reinziehen. Er macht da so Migos nach. Ja, er zeigt... Aber so auf Wack, aber also willst du es nachmachen und zeigen, wie Wack das ist? Warum machst du es dann zu Hook in deinem Album? Also ich finde das als... das ist so diese Techno-Pilot-Aktion mäßig, aber das, also das jetzt zu zeigen, ich kann auch den Migos-Flow, ich weiß, dass du den kannst. Du zeigst aber gerade, dass du ihn nicht kannst. Mehr dazu in unserem Segment am Ende, also dranbleiben. Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7000 Grad, die Sendung, in der die aktuell heißesten Themen der Rap-Welt besprochen und diskutiert werden, nicht von irgendjemandem, natürlich von unserem Expertenteam Toxic und Aria. Yes. Yay, ich bin Anita und werde das Ganze wie gewohnt moderieren, die Jungs so ein bisschen durch die Sendung führen und Streit schlichten, falls ihr euch mal uneinig seid. Das wird nötig sein. Wir haben schon ein bisschen ein Meter Holz zwischen uns, aber gut, dass du auch noch dazwischen stehst. Ja. Und du hast ein Handy mitgebracht. Ich habe ein Handy mitgebracht. Oh, kannst du bitte noch mal entsperren, sorry. Yes. Also hast du jetzt das Handy mitgebracht oder du? Sie hat mein Handy mitgebracht. Ja. Ich habe sein Handy mitgebracht. Und meint, wir müssten jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Live gehen in... der Sendung. Ich mach das schon. Okay, das macht hier, die ist 20 Jahre jünger als ich und kennt sich besser aus mit diesem Instagram. Mit diesem Instagram-Neukram-Scheiß. Ja, ich dachte mir, wir gehen einfach mal ausnahmsweise ein bisschen live auf Instagram. Ich würde das jetzt mal einmal starten. Und dann können wir euch ein bisschen mehr mit einbeziehen. Einfach mal gucken, was da so reinkommt an Kommentaren. Du musst den Leuten auch nochmal erklären, wo wir sind. Was los? Also sind wir jetzt auf Hip-Hop.de live? Ja, wir sind jetzt auf hiphop.de live. Wir sind jetzt auf hiphop.de live. Und bauen Interaktionen mit schlauen Menschen da draußen ein in unsere super geile Sendung 7000 Grad im Super 7000 in Düsseldorf. Hiphop.de. Okay, let's go. Hey Leute, herzlich willkommen zu 7000 Grad. Wir sind heute ausnahmsweise mal live. Also ja, schickt uns eure Kommentare, eure Fragen und vielleicht erwähnen wir euch dann gleich. And stay on topic. So. Freunde, was ging bei euch die letzten Wochen? Wie geht's euch? Starten wir mal ein bisschen locker in die Sendung. Supi. Mir ging's eigentlich ganz gut. So ein bisschen Stress, weil ich gerade am Umziehen bin. Aber ansonsten so rapmäßig alles tippitoppi. Okay. On Point ist endlich aus der Sommerpause zurückgekommen, Mann. Das war ein krasser Sommer und ich habe original, glaube ich, keine On Point-Folge gemacht in 2 Monaten oder so. Also 8 Wochen richtig Sommerpause. Hast ja alles aufgehoben für die Folge, um dann mal richtig Welle zu machen. Mäßig, ja. Hat geklappt. Ja. Hat funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir die letzte gedreht haben. Die letzte war die erste mit diesem Studio. Also Aria, wie gesagt, sind wir gerade mit unserem Launch von, dass wir auf sämtlichen Streaming-Diensten ankommen. Wenn diese Folge raus, letztes Mal hat es ja noch nicht so richtig funktioniert, ne? Ja. Also die Folge ist da, die kam dann auch, die war aber noch nicht da, als sie da sein sollte. Genau. Und dieses Mal wird alles besser. Wir haben schon ein paar Interviews. Es wird jeden Tag ein bisschen besser, ein Stückchen besser, so Jürgen Klinsmann mäßig. Ja. Ich glaube, wenn die Folge draußen ist, kann man das alles so auf den ganz normalen Streaming-Plattformen sehen. Aber wenn ihr uns auf Instagram, Facebook und so weiter folgt, dann wir announcen das da vernünftig, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Okay. Dann lass du den Themen kommen. Dann musst du jetzt hier nicht aus meinem Privatleben erzählen. Okay, kommen wir mal zu Eminem. Ich denke, das haben auf jeden Fall alle mitbekommen, außer die irgendwie hinterm Mond gelebt haben oder im Urlaub waren, so wie Toxic. Mhm. Da gab es einen kleinen Beef zwischen Eminem und MGK. Auf dem neuen Album von Eminem wurde Machine Gun Kelly gedisst. Darauf hat er dann mit einem ganzen Diss-Track geantwortet, plus Musikvideo. Und daraufhin kam Eminem dann mit Killshot. Was sagt ihr erstmal allgemein zu der Thematik, dass Eminem mit Machine Gun Kelly Beef hat? Also ich find's krass. Ich fand's erstmal ein bisschen seltsam, dass Eminem überhaupt so einen Typen auf seinem Album disst, so weißt du, und auch einige andere, die so gesehen Eminem natürlich auf dem Thron sitzt oder in einer gewissen Position sich befindet, überhaupt diese Leute name-dropped auf seinem Album, fand ich bemerkenswert. Tyler the Creator zum Beispiel auch, genau. Earl Sweatshirt, da gab es ganz viele andere, Charlamagne, Joe Budden, also er ist konkret auf Leute eingegangen, auf die du nicht eingehen müsstest, wenn du Eminem bist. Okay, Charlamagne war halt ein großer Kritiker von ihm und Joe Budden war Teil von seiner Crew bis vorgestern, also die man ja noch Sinn. Tyler the Creator und MGK kann man jetzt eher sagen, warum gerade die? Ja.
Andererseits fand ich es auch cool, dass er das macht. Das zeigt, dass er Bock auf Competition hat und wieder back ist quasi im Hip-Hop-Ring, so weißt du, und diese Revival Ed Sheeran, Rihanna-Schiene beiseite gelassen hat und Lust jetzt wieder hat, sich zu beweisen im Hip-Hop-Ring. Mhm. Das war cool und genauso cool fand ich es dann auch, dass er mit dem Diss-Track auch zurückgekommen ist. Auf der anderen Seite dope von Machine Gun Kelly. Er ist, glaube ich, der erste Rapper, der sich so richtig seit 15 Jahren, 18 Jahren, keine Ahnung wann, traut, einen Diss-Track gegen Eminem zu machen. Ja. Das ist krass. Allein dafür kriegt er schon von mir miesen Respekt und mies Pluspunkte so in diesem Beef. Plus es ist halt kein schrottiger Track, es ist kein grandioser Track so, aber es ist ein Track, der Eminem auch berührt hat. Sieht man daran, dass er halt geantwortet hat in einem ausführlichen 3, 4, 5 Minuten. Ich glaube, er wollte auch antworten, weil ich glaube, Eminem ist auch irgendwie am besten, wenn er wütend sein kann und wenn er ranten kann. So, das ist irgendwie mit so seine Persona und dafür brauchst du Themen, über die du dich aufregen kannst und Gegner. Und beides hat er sich so ein bisschen auch besorgt, jetzt so bei Kamikaze, indem er auf dem einen, da können wir noch gleich noch drüber reden, aber gegen die Presse geht, die sein letztes Album zerrissen hat und gegen sämtliche Kritiker, die es so gibt und sich dann und dann halt noch ein paar Fässer mit ein paar Rappern aufgebaut hat. Also wird er sich ja schon überlegt haben, warum man das macht. Er hat auch irgendwo gesagt, ich habe mir heute noch, gestern, boah, in diesem meinem Vorbereitungsmarathon, den ich seit gestern um diese Uhrzeit jetzt hinter mir habe, ein bisschen dieses unsägliche Interview mit Sway reingezogen von Eminem. Ja. Einem Album. Mhm. So ein typisches, die Amis sagen immer so, der wirft so Softballs, weißt du? So, der gibt dir nur so Vorlagen. Das ist bei Eminem im Kanal und so. Ja, genau. Voll wack, Alter. Es ist einfach super langweilig, wenn der Interviewer die ganze Zeit nur, weiß ich nicht wann. Es ist hätte halt irgendwas wiederkommen müssen. Abgesehen davon, dass er auch einfach keinen guten Job macht. Das passiert mir bestimmt auch öfter, aber musste ich so ein bisschen lachen. So Eminem regt sich so eine halbe Stunde über Joe Budden auf. Ja? Ja. Bla, bla, voll am Ranten, dies, das, bla, bla. Und der sagt so einfach, oh, that's interesting. So, the next album is probably not coming out, right? So über das Album von denen zusammen, Glasshouse, weißt du, so als ob ungefähr so, als würdest du fragen, hey, geht ihr morgen mit uns essen? Und ich erzähle dir, boah, mit meiner Frau, Alter, die hat mich mit dem Messer angegriffen, ich habe zurückgeschossen, dies, das, dann. Ah, okay, okay, also kein Bock auf, eher nicht Pizza morgen, so, egal. Ja, ey, Sway ist halt auch auf der Gehaltsliste von Eminem so, ne? Ja, was soll er machen? Der arbeitet bei Shade 45. Ja. Ich find's nur geiler, wenn Eminem dann auch dahin gehen würde, dann setz dich doch bei deinen Kritikern halt in die Interviews rein, anstatt halt bei deiner, weil so, das ist halt dann ein bisschen so, weißt du, und dann hat er die ganze Zeit halt erzählt, wie er das alles so sieht und bla, okay. Genau. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, dass er sich diese Gegner gesucht hat, fand ich lustig. Warum MGK? Keine Ahnung. Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, Alter, ob die jetzt, man jetzt sagen muss, die spielen in einer Liga oder ob das nur, oder sind so in eine Schublade, ob das nur Rassismus ist, weil beide weiß sind. Aber irgendwie finde ich, die sind schon so ein bisschen eine Schublade. Mhm. Passt auch irgendwo. Und ja, du hast recht. Also erstens ist es geil, dass es den Battle gab. Und zweitens haben beide schon auch ein bisschen Eier bewiesen. Weil so sehr Eminem auch Gegner braucht, hat er natürlich maximal was zu verlieren. Wenn Eminem in den Battle gefickt wird an so einer Stelle, dann ist seine Karriere aber richtig im Arsch. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ey, Eminem ist halt auch irgendwie gewissermaßen ungiftbar im Auge der breiten Masse. So. Also selbst wenn er rein punktemäßig oder was auch immer ein Beef verlieren würde, was ich glaube, er ist aber auf, nicht gemacht hat, seit ich denken kann, so richtig. Genau. Er ist auch wirklich ungiftbar vielleicht. Nee, würde ich, keiner ist ungiftbar, Alter. Nee, das kann sein. Aber es ist, also er ist schwer giftbar, würde ich sagen. Kann sein. Ja, weiß ich nicht, Alter. Ich meine, er wurde zum vielleicht ersten Mal, wer weiß, in einem Sway-Interview haben die es auch so dargestellt, ja, du wurdest von 1000 Leuten schon kritisiert, aber jetzt von der Hip-Hop-Szene und so. Das ist ja jetzt auch zum ersten Mal. Also hätte, vielleicht hätte es auch genug Leute gegeben, die ihn gerne hätten fallen sehen, wenn jetzt MGK eindeutigst besser gewesen wäre. Am Ende war er eher knapp schlechter, würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht eindeutig besser und das reicht dann halt nicht, um so Weltmeister aus dem Ring zu boxen. Würdest du sagen, wer war knapp schlechter? MGK. Ich würde sagen, Eminem war knapp besser. Wart ihr überrascht, dass er mit einem Diss-Track und Musikvideo und so zurückkam? MGK? Ja, also weil viele haben jetzt irgendwie von Joe Budden irgendwie erwartet, dass er jetzt wieder anfängt zu rappen. Der hat dann irgendwie per Podcast geantwortet. Ja. Charlamagne hat sich auch, glaube ich, nicht so wirklich geäußert. Er hat nur gesagt, dass er halt den Track von MGK ganz gut fand in einem Interview. Ja, der Joe Budden, der hat so ein bisschen angetäuscht, ne? Der hat so angeteased auch so nach dem Motto, ich war das letzte Jahrzehnt besser und ich würde dich aufessen und bla. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Digga, der, das ist aber auch, wir können ja gerne abdriften jetzt und auf Joe Budden kommen, weil ich habe mir jetzt ja noch heute die letzten zwei Alben von Joe Budden reingezogen. Nein, Bro, du warst nicht besser. Also okay, ich bin jetzt auch nicht, da kommen wir noch zu, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan der letzten Eminem-Alben. Genau, so. Genau. Ich bin sogar generell Joe Budden-Fan oder war Joe Budden-Fan, weil ich diese Mood Music, hießen die, glaube ich, Mixtapes damals voll gefeiert habe. Das habe ich auch gemerkt, als ich das reingehört habe. Ich hatte auch Joe Budden gar nicht mehr auf dem Radar, also hat er jetzt auch schon mal wieder was davon gehabt, also nur noch als Moderator. Die letzten haben irgendwie, ich habe jetzt welche, die waren von 2015 und 2016. Die waren nice, aber die waren nicht jetzt beim drüber, dass ich mir dachte, okay, da sind wie bei Eminem noch vier Ebenen, die ich immer Genius mitlesen muss, um die überhaupt zu verstehen.
Es war auch nicht von, also es war in keinster Linie so, dass er damit jetzt komplett Eminem in Schatten gestellt hätte. Und auch sein Argument, ich weiß nicht, Mann. So ein bisschen bin ich dann da auch wieder ausgestiegen, weil so schon wie Eminem darüber redet, warum er jetzt sauer auf MGK war und sich bei Sway verteidigt, was jetzt mit Joe Budden ist, das war schon so, boah, es ist auch irgendwie ein bisschen traurig, mir so Leute reinzuziehen, die jetzt so, ja, aber dann hat der gesagt und dann dachte ich und dann hat der gesagt, so, ich meine, davon haben wir auf hiphop.de auch schon genug gehabt, aber das heißt ja nicht, dass ich das für vernünftiges Verhalten für 45-jährige Männer halten muss, das zu tun. Und genauso ist es mir, wenn ich mir dann andersrum Joe Budden reinziehe, der in seinem Podcast, Digga, der Weg hätte noch viel länger hierhin sein müssen, er kommt nicht auf den Punkt, ich habe 1,5-fache Geschwindigkeit geguckt, immer noch nicht habe ich verstanden, was überhaupt sein Problem ist, er war enttäuscht bei Shady 45, er hätte sich mehr erwartet, er unterbricht immer, er lässt rhetorische Pausen bis irgendwo. Also, ja, stimmt, stimmt. Keine stimmt. Ahnung. Oh, ja. Diese Aussage, er ist seit Dekaden besser, habe ich nicht in den letzten zwei Alben gefunden. Und, er ist halt Rapper so, weißt du? Von daher, dass er vielleicht, da spricht er als Rapper und nicht als Moderator. Ja, das leider. Ist ja okay. Das ist ja okay. Das, ich feiere ihn auch als Moderator und also ein Battle wäre aber wirklich spannend. Vielleicht noch spannender als bei MGK. Wenn es als nächstes bei MGK hat mir gefallen, dass ich das Gefühl hatte, das ist gar nicht so todespersönlich. Ich meine, MGK hat auch so Sachen gesagt wie, ey, du blockierst mich hier, du rufst dir Leute an, arbeitet nicht mehr mit dem zusammen. Ja. Sowas finde ich ekelhaft und sollte man nicht nötig haben, wenn man Eminem ist, falls es stimmt. So ist ja nur so eine Behauptung. Aber abgesehen davon ist das ja jetzt. Okay, es ging um sein Kind auch so ein bisschen und bla, aber das war jetzt, glaube ich, auch nicht so mega mieses. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist so todespersönlich und ich fand es ganz erfrischend, dass einfach zwei Typen da so im Boxring steigen, wo ich auch das Gefühl habe, die könnten auch aus dem Ring wieder rauskommen, danach gemeinsam ein Bier trinken und es hat beiden was gebracht und war für alle anderen ein großer Sport zuzugucken. Das fand ich irgendwie nice. Ich weiß nicht, ob das bei Joe Budden und Eminem dann schon wieder zu persönlich würde. Wie Joe Budden da klingen würde, ist klar, der hat immer diese gleiche Stimmlage, der klingt immer so leidend kämpferisch, was ich eigentlich auch ziemlich nice finde. Aber wieso dieser Typ, der aus so einem depressiven Loch kommt und jetzt ist aber wieder da und jetzt zeigt das allen. Ich kann mir diesen Diss-Track schon gut vorstellen. Ich glaube, das wäre für Eminem nochmal Level 2 auf jeden Fall. Okay. Ich fand MGKs Diss-Track nicht stark. Ich fand die Punkte, die er angebracht hat, waren schon stark. Also das waren so seine Hauptpunches, finde ich. Dieses, Der hat schon Punkte gemacht. So, da gab es so geile Lines wie, ja, okay, you're the greatest of all time. Can anybody else get some food in their mouth? So, nach dem Motto, ey, lässt du auch andere mal machen? So, du versuchst mich hier zu schärfen bei Interscope oder weißt du, rufst da an und lässt mich nicht zur Radiostation gehen. Und dann hat er einen Punkt gebracht, den ich halt, das war dann so quasi die Combo, die er da gemacht hat und dann den letzten Punch so. Und das war, du als großer Mobbing-Rapper, der Mobbing-Rap irgendwie auf ein neues Level gehoben hat, ne? Prominente öffentlich beleidigen, demütigen und so weiter. Du verträgst jetzt so einen Witz nicht oder so einen Joke nicht. Das ist halt komisch. Und darauf ist Eminem irgendwie nie so richtig eingegangen. Ja. Also das Größte, worauf Eminem eingegangen ist, ist, ich verkaufe mehr als du, ich bin krasser als du, ich bin technisch krasser als du, ich bin erfolgreicher als du und. Aber ich fand, er hat schon auf eine, dazu habe ich mir keine Notizen gemacht, aber ich hatte das Gefühl und ich habe so in Erinnerung, dass er hat so einen typischen Antwort-Track, ich nehme deine Argumente und antworte da drauf, so das Abschlussplädoyer mäßig so gemacht. Und das fand ich auch erfolgreich. Also er war jetzt nicht völlig super eindeutig besser, so von wegen, der hat den komplett zerlegt. Es waren einige Lines dabei, wo man so, wow, dachte mal, aber die hatte MGK auch so ein bisschen. Aber ich finde nicht, dass das jetzt der überkrasse Battle war, aber er war sehr stabil. Ich fand es nice, dass das ein typischer, klassischer Battle war mit zwei Songs, die man auch wirklich hören kann. Eminem hat ja, glaube ich, keine Hook, aber ich kann das trotzdem hören. Und MGK mit Hook, okay. es ist nicht so dieser 12-minütige Deutschrap-Liebeskummer-Track. Ich erzähle jetzt unsere gemeinsame Geschichte. Wir waren 8. Wir gingen gemeinsam zur Schule. Du wolltest mir kein Kaugummi geben. So, so ist das Leben. Weißt du? So, es war auch nicht Social-Media-Quatsch-Beef, wie bei 50 Cent oder Tekashi oder so. Ja, ja. Und es war und auch noch nicer, dass du halt diese Flow-Ebene noch dabei hast und nicht ein A Cappella-Battle wie halt in der Battle-Rap-Szene, wo du mal dieses gegenseitige Gedicht aufsagen hast, sondern du hast halt auch noch Flow und diesen musikalischen Aspekt da drin. Also so einen richtig klassischen Battle, wie man das früher mal auf Songs ausgetragen hat, das fand ich nice, mal wieder zu hören. Auch bei Drake und Pusha T hat mich auch wieder dieses Persönliche teilweise schon mit abgefragt. Ich mir dachte, Digga, du packst jetzt so Sachen aus. Muss das denn sein, Alter? Warum, Alter? Echt? Ja. Das fand ich gerade geil an dem Beef. Das hat mir so hier halt, wie gesagt, ein bisschen gefehlt. Das fand ich geil bei Machine Gun Kelly, seinem Diss-Track, dass der so Sachen halt rausgepackt hat und so. Also mein Ding ist so,
ich hätte es gern, wenn der Rapper auf dem Thema bleibt. Also worum geht's hier? Warum beeft ihr so, weißt du? Wenn jetzt darum beeft, okay, wer ist technisch krassere und so, ja, lustig so, weißt du, haha, okay, du bist krasser. Ja, man so. Bringt durch Lines aber, und ja, ist okay. Aber ja. Weißt du, ich will halt hören, warum beeft ihr euch? Dann bleibt doch beim Thema. Ja, so, wenn das ich die mein? Themen sind, ich meine mir persönlich eher so, ach übrigens, ich habe recherchiert, deine Tante hat AIDS. So, ja, dann denke ich mir so, okay, Digga, ja. Lass doch seine Tante in Ruhe. Also das war jetzt ein erfundenes Beispiel, aber weißt du, so hatte ich das Gefühl bei Pusha T so ein bisschen zwischendurch. Ja. Ich also dachte, okay, Alter, ist das jetzt dann also Battle? Ich nehme meine Millionen, ich kaufe mir 10 Privatdetektive und dann gucke ich, was ich alles eklig finde, so über den Menschen finde, so weißt du, um damit meine Punkte zu machen. So, die versuchen halt über musikalische Mittel Punkte zu machen, weil, also darum soll es doch auch gehen, dass du dann natürlich gute Sprüche irgendwie bringen sollst, so, weißt du, und das manches ist natürlich auch oberflächlich, meinte, glaube ich, gerade einer auch im, genau, irgendeiner meinte gerade so im Chat, so Eminem hätte oberflächlich gearbeitet hier mit dem Man-Bun. Ja gut, stimmt, aber wenn der eine sagt, dein Bart sieht scheiße das aus, ist ja dann quasi hast du zurück, Digga, deine Haare sind. Ja, ja. Das kann man auch machen. Das ist zwar ja. So ein bisschen Warm-up und uninteressant, wenn man auf das Aussehen des Gegners geht, aber finde ich, ja, aber find darf ich man trotzdem machen. Vor allem, wenn der andere einem die Vorlage gibt. So, ja. Mit, meinte, was war die Line? Your beard is weird. Ja, Digga. Ja. Wenn er zu mir sagt, your beard is weird, dann kann ich auch zurück sagen, Alter, you got a man bun. Ja, so, ja. Weißt du? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach ist Eminem lyrisch mit der Beste im Game, also ist meine, ja, meine Meinung. Sicher. Wie seht ihr das? Also wer hat eurer Meinung nach den Beef gewonnen, wenn man das so sagen kann? Wie gesagt, Eminem knapp, weil du musst als Herausforderer wie im Boxen, glaube ich, wirklich eindeutig besser sein, damit du gewinnst. Guter, interessante Ansicht. Ich weiß nicht, ob das fair ist, aber ich glaube, das steht in dem Buch des Lebens, ist es so verankert. Mhm. Und MGK war nicht eindeutig besser, dementsprechend geht der Sieg an Eminem, meiner Meinung nach. Siehst du ich das denk, auch so? Ich glaube, wenn man Diss-Track gegen Diss-Track stellt, also wirklich netto Diss-Track gegen netto Diss-Track, finde ich den von MGK halt pointierter und für ein Beef nützlich oder, na, wie soll ich das ausdrücken? Er ist zweckdienlicher für ein Beef, als der, den Eminem bringt, der Diss-Track. Aber wenn du alle Faktoren hineinrechnest, es ist halt nun mal Eminem, genau wie du sagst, du musst ihn ausnocken, um den Beef zu gewinnen gegen Eminem, sonst gewinnst du den Beef nicht. So genau wie du gesagt hast, wenn du mit Mike Tyson in den Ring gestiegen bist, über 12 Runden so, dann hat Mike Tyson gewonnen. Du musst schon ausnocken mäßig so, damit du, weißt du, den Ring, den Gürtel da von Mike Tyson übernimmst. Und so gesehen hat Eminem natürlich den Beef gewonnen am Ende des Tages, wird so in den Geschichtsbüchern stehen, aber es ist eine sehr, sehr, sehr nice Niederlage für MGK. Es war auf jeden Fall nicht Benzino-mäßig. Nee, der hat so, MGK weißt du? Auf gar keinen Fall zerstört oder so, finde ich. Eminem, es geht ja auch öfter darum, kann man eigentlich noch Karrieren beenden, war in Deutschland mal das Thema. So konnte man das eigentlich jemals. Also Ray Benzinos Karriere war beendet nach Eminem. So, der hat sich aber auch ordentlich selber gefickt. So. Ja, okay, aber hat er halt mitgeholfen. Die aber wurde ja, beendet, ja. Seine, ich im würde auch sagen, Sinne beendet. Ich würde so. Auch sagen, die haben auch, also Eminem und 50 haben auch Ja Rule beendet eigentlich. Ja, stimmt. Oder? Stimmt, Ja Rule wurde beendet. 50 Cent hat ein Graveyard auf jeden ja, Fall. Stimmt. Also ein Friedhof im, also Dingsgarten. Einer hier im Livestream sagt auch, dass MGK sich freuen soll, dass Eminem überhaupt auf ihn reagiert hat. Ja, seht klar. Ihr das auch so, weil ich meine, MGK nutzt den Hype für sich ja jetzt auch, hat jetzt mal eben eine EP gedroppt, ja, jetzt bei The Breakfast ja, Club, das meine ich ja, was so schön daran ne? ist. Biden hat das ja eigentlich was gebracht. Eminem konnte halt Gegner gebrauchen, um das aufzuspielen, was er am besten kann, vielleicht battlen. Mhm. Ich fand es auch sympathisch, dass so, der wisst ja, okay, meine Karriere ist gerade in einer scheiß Situation. Zum ersten Mal wird mein Album so richtig gehatet und ich muss ein Konzept finden und mich musikalisch vielleicht neu erfinden oder auch nicht, keine Ahnung. Ich werde kritisiert, was mache ich jetzt? Und er greift auf das zurück, womit er vielleicht seine Karriere begonnen hat, halt mit Battle. So. Ah, verstehe. Ja, das kann ist man, der Gedanke dahinter war, okay. Ja, mag sein, oder? Und, könnte sein, ja. Also ich meine, im Zweifel sich auf die eigenen Stärken zu besinnen vielleicht, ist ja nicht die dümmste Idee. Ich meine jetzt so. Im Bezug auf MGK, findet ihr, dass sich jetzt vorher keiner so wirklich für ihn interessiert hat und durch den Diss er jetzt wieder so im Gespräch ist? Oder also findet ihr, das wäre jetzt in den USA war der Typ ja auch schon eine Nummer so, weißt du, natürlich nicht annähernd auf Eminem-Level, niemand ist auf Eminem-Level so fame-mäßig und mindestens globally, also weltweit, hat MGK jetzt auf jeden Fall riesen Reichweite sich erobert durch das Ding. Also ich hatte ihn vorher auch auf dem Schirm, ja, aber ja, der war natürlich ist immer so Slapdown-mäßig, also der ist nicht... Der ist da halt so, ist einer von vielen so. Ja, genau. Ja. Ja. Also wie viele Rapper gibt es so, weißt du, es ist halt einer von diesen tausenden Rappern, die halt existieren. Genau, so wie du sagst, niemand geht über Eminem, auch vom Fame her so und dementsprechend hilft natürlich auch jedem Rapper das noch. Also weißt du, das könnte auch, würde auch eine Jay-Z-Promo-Phase ankurbeln, was wahrscheinlich einer der größten Battles der Rap-Geschichte wäre, Eminem gegen Jay-Z. Boah. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr stand mal so Drake vs. Eminem mal im Raum so, weil irgendwelche Insider mal was erzählt hätten.
Das wäre auch ein krasses Battle, Alter. Ja, also auch interessant, aber Eminem würde ihn auffressen. Nein, ich weiß nicht, Alter. Das sind unterschiedliche Standpunkte. Und Drake ist der Einzige, auch, der so weltweit an Eminems Dings rankommt gerade. Oder ihm vielleicht das Wasser reichen könnte. Obwohl, nehmen wir Eminem-Fans sind schon fanatisch. Also das ist schon so religiös. Wer könnte Eminem schlagen? Gute Frage, Alter. Auch Rap-technisch natürlich. Oder in Diss-Tracks ist ja auch noch ein bisschen was anderes als nur Rap-Technik. Ne? Weil ja, du viel kannst mehr, ein Battle auch ja gewinnen, ohne Eminem-mäßig diese 18 Ebenen zu haben. Wo ja, dann merkst, voll. Ach, das ist jetzt auch noch so ein Bild. Er redet eigentlich über voll Getränke in 7 Zeilen, während er gleichzeitig über Weltpolitik rappt und das ja, Ganze ja in Double Time und es reimt sich 8-silbig. Das ist Eminem. So, ja, darin kann den, glaube ich, keiner schlagen. Ey, Hit 'em Up zum Beispiel ja war ja technisch jetzt keine Offenbarung. Alter. Genau, da hat das niemand so gesagt, Alter, die Lines und die Sachen, er hat die mehrfach Reims gebracht. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich jeder Song, den gesagt, Biggie gedacht off your bitch. Genau, genau. Mäßig, genau, Alter. Ja. You claim to be a player, but I've off your wife. Sowas halt gewinnt Aria, Beef, voll, weißt du so? Solche Lines hier gewinnen halt Beefs, finde ich. Und nicht so dieses technische, oh, ich hab, der hat da voll ja, einen krassen Lines, um Lines ja ging es ja auch in dem Battle. Also Lines gab es ja auch. Selbst der technisch, der technische König in Deutschland, Kurt Savage, hat sein Beef nicht dadurch gewonnen, dass der dass das Urteil so technisch versiert war, sondern die Lines und die Dinge, die er da drin sagt. Die, er hat so damit diesen 12-Minuter erfunden, der damals ja noch nice war, bester ja Diss-Track der Deutschrap-Geschichte. Ja. Muss jetzt halt nur nicht jeder nachmachen, noch ja 15 Jahre später. Ja. Ist schon so. Aber Eminem hat ja auch keinen totalen Technik-Massaker-Track gemacht. Wo ist eigentlich diese Uhr, die ich wir finde, haben wollten, ich um zu schon, sehen, wie Alter lange wir über die Themen reden? Ich glaube schon, dass er ein Technikmassaker gemacht hat, aber ich glaube auch, er kommt da irgendwie nicht so richtig heutzutage raus. Also, ja, es ist sogar das Gleiche auf dem Album auch zwischendurch. Also, das ist ja kein, ich meine, mit Technikmassaker, diese Dinger, wo er weiß, also, wo er komplett auf alle Musikalität scheißt und komplett übertreibt und in Triple Time rappt oder sowas. So der District, sagen, der ja Song ist, wie gesagt, ein hörbarer Song. Ich kann den in eine Playlist reinpacken. Wie, noch eine Unterbrechung, machen wir eigentlich die Werte-Hitze-Playlist? Gibt es eine Playlist zu dieser Sendung? Also weiß ich habe meinen letzten Teil gemacht. Letzte Male gab es nicht. Ich kann einen machen. Dann können ja wir Clark sagen, der soll das fit machen. So. Ich habe schon 50 Songs reingepackt. Gut, dann gibt es eine Wer hat okay die Hitze-Playlist. Ari hat es gerade zugesagt. Ihr habt es gehört auf dem Band. Wenn es nicht kommt, war es Arias Schuld. Und machen wir auf Spotify. Ja, findet okay ihr auf Spotify. Kommen wir mal zum Album. Kamikaze. Hm. Was sagt ihr zum Album und wo würdet ihr das einordnen, wenn ihr jetzt so an alle Eminem oh, Projekte denkt, so im Vergleich so zu den anderen eher stark, wo würdet ihr das so einordnen? Also ich habe bei meiner On Point gesagt, es ist vielleicht das beste Eminem-Album seit 2003. Lass mich kurz gucken, wann Eminem Show rauskam. Kam 2002 raus. Es ist vielleicht das beste Eminem-Album seit der Eminem Show. So, okay, und das ist schon krass. Ich würde, also Recovery war auch ein sehr stabiles Album auf jeden Fall. Aber es ist das Beste der letzten drei Eminem-Alben, definitiv mit riesigem Abstand, also viel, viel besser als Marshmallows LP 2 und Lichtjahre besser als Revival. Mhm. Aber ich habe auch sehr viel schon drüber geredet. Ich hab deine Meinung noch gar nicht gehört. Vielleicht sagst du mal kurz was dazu, dann kann ich will das jetzt nicht da ranken, weil bei mir ist das hier noch die lustige Sondersituation. Während ich generell in dieser ganzen Diskussion sehr große Sympathien für Eminem habe, was vielleicht auch ein bisschen mit daran liegt, dass, also ich meine, Eminem ist mir natürlich sympathisch. Ich bin ja so, auch noch so gerade mit ihm aufgewachsen. Ja, ich weiß noch nicht mehr 13, als er so rauskam. Mhm. Aber ich sah auch ein bisschen aus wie Eminem damals übrigens noch. Ohne ja, Bart. Mit mein, ne, da fiel ja noch auf, dass ich blonde Haare habe, bevor ich den roten Bart hatte. Ja. Und mit dem gleichen Haarschnitt sah ich schon ein bisschen aus wie Slim Shady. Ja. Nee, ich habe also hab schon Größe, keine Ahnung, so, er wird so angegriffen, ich habe auch Sympathien mit ihm dann dabei und so weiter. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, während alle vorher Eminem nur tot gefeiert haben, haben mir Eminem-Alben schon eine ganze Zeit nicht so richtig was gegeben, weil mich immer schon so sowohl das reine nur Technik-Gewichse halt mir nicht reicht, als auch ich schon immer bekanntermaßen, der eine oder andere wird davon gehört haben, ich bin nicht der größte Fan von kitschigen Popsongs. Und Eminem hat halt eben immer diese Dinger gebracht, die er dann auf dem letzten Album so völlig übertrieben hat, wo das dann jeder zweite Song war. Ja. Diese Emo-Geschichten mit Sängerhook. So, ne? So, auf ja dem letzten Album, wer war als dabei, Alter? Diverse. So. Kehlani, Pink, Beyoncé, Ed Sheeran. Ja, genau. Jeder zweite Song war so einer. Und die hat er ja eigentlich schon immer gemacht und die war natürlich teilweise auch genial, wie Stan, ist ja im Endeffekt auch so einer. Aber ja, mir war das auch öfter ein bisschen zu viel und zu kommerziell, die Alben. Und ich dachte mir eigentlich immer, früher, ganz früher, boah, warum macht Eminem eigentlich keine Mixtapes, Alter? Der ist eine oder der geilste ja Rapper. Warum macht er nicht einfach, wo der einfach so rappt mäßig? Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen Kamikaze. Deshalb finde ja, ich den stimmt Ansatz auf jeden Fall auch gut. Wie gesagt, ich glaube schon so, der hat so ein bisschen das Problem auch, dass man muss sich immer wieder neu erfinden als Künstler. Wenn du jetzt immer noch den Slim Shady machst mit 45, teilweise, weißt du, wenn du als
Es kommt schon teilweise ein bisschen Panne, wenn du als 45-Jähriger so der frauenverachtende, homophobe, gewaltgeile Drogenjunkie bist. So. Voll. Digga, was ist los mit dir? So. Ja. Ja. Das passt dann irgendwann nicht. Da musst du irgendwas Neues erfinden. Und er bringt ja dann teilweise auch so das Argument so, ey, wollt ihr, dass ich jetzt wieder Drogen nehme oder was? Ich bin euch jetzt zu langweilig, weil ich kein Junkie mehr bin oder was? Das ist natürlich Bullshit. Du darfst dich ja jetzt nicht daran treiben lassen, dich selbst zu zerstören zur Unterhaltung der Leute. Du bist doch reich, dann beende deine Karriere und so. Ist doch scheißegal. Oder mach halt einfach weiter die Mucke auf die du Bock hast und wenn du nur die Hälfte verkaufst, ist auch scheißegal. Weißt du? Aber er muss natürlich gucken, wenn er den gleichen Erfolg haben will, wie kann ich jetzt was Neues finden, was so genauso interessant ist. Früher war er Slim Shady, dann hat er Beef mit irgendwelchen Leuten, dann hat er so Drogenprobleme, dann hat er darüber, dann hat er immer Themen gehabt. Das ist ja wieder die Frage, was sind deine Themen? Und das ist vielleicht ein Problem dabei. Und ich glaube jetzt gerade, ich meine, den wütenden alten Mann, der Rap nicht mehr versteht, das glaube ich auch nicht, dass das eine gute Rolle ist für die Zukunft. Aber auf der anderen Seite wieder sozusagen, Alter, ich fange einfach Stress mit allen möglichen Leuten an. Fuck it, keiner rappt besser als ich. Also warum soll ich das nicht ausnutzen? Dann diss ich halt den und den, wo ich irgendeinen Grund dafür habe. Liefer mir Rap-Battles. Wehr mich öffentlich gegen die Leute, die mich kritisieren. Sag, okay, wenn du deine Meinung über mein Album sagen darfst, darf ich auch meine Meinung über Dingens sagen. Und dann hat er doch Themen. Und am besten, wenn ich es mir wünschen könnte, soll er nochmal in die politische Richtung gehen. Weißt du, das hat es ja nicht so. Er hat dieses Anti-Trump-Ding gebracht. Das war auch ganz schön mutig gleichzeitig, weil er hat das jetzt ein Stück zurückgenommen, ein bisschen bereut. Aber er ist ja auch gegen die Wähler von Trump gegangen, die ja gleichzeitig einen Teil seiner Käuferschaft ausmachen. So. Ja. Ne? Deshalb meinte er, vielleicht hätte ich auch lieber nicht die ins Visier nehmen sollen, sondern vielleicht lieber nur Trump. Schließlich ist es seine Schuld und nicht die von ihm. So, bla. Ja, er könnte sich gerne auch noch mehr von Trump distanzieren, aber ich meine, ich kann mir jetzt nicht meine politische... Hat er ja auch voll viel schon. Ja, aber ich finde, wenn ich mir das so ein bisschen, wenn er dann wieder so Tyler, the Creator mit so einem homophoben Spruch disst, dann denke ich mir halt so, okay, Digga, also Trump ist auch irgendwie die nicht rappende Version von Eminem im Präsidentenamt, außer dass Trump ein Rassist ist und Eminem nicht. Ja. Ich glaube, da liegt der größte Streitpunkt. So, weißt du? Also das haben die schon, da kann er halt auch viel bewegen, weil halt auch so dieser... als wütender weißer Mann die gleichen Leute vielleicht wie Trump erreichen kann. Das fand ich auch geil, dass er das gemacht hat. Also solche Themen, so gegen sowas ranten, da kann ich den sehen und der kann ja immer noch geile Storyteller und emotionale machen, Sachen finden. Er muss halt nur die Themen finden. Okay. Also du hast gerade angefangen zu erzählen, wie du so Eminem kennengelernt hast. Mhm. Ich habe Hip-Hop angefangen zu hören und zu lieben mit Eminem, unter anderem. Ja. So, das war meine Phase, weißt du, aber mich haben damals, 98 bis 2000 oder was, mich haben die Songs gepackt. Sing for the Moment, The Way I Am, die ganze Marshall Mathers LP. So, mich haben die Songs gepackt, die Inhalte, die er da berappt. Natürlich hat mich das auch fasziniert, wie krass er da rappt und Sachen wie, was weiß ich, da auf dem Marshall Mathers LP gibt es so Sachen wie Criminal oder Kill You oder so, da hat der so Reimketten, Alter, die sind wahnsinnig, die hab ich bis heute nicht so gehört von einem anderen Rapper. Natürlich war das krass, aber was halt später bleibt und was dich halt trifft so und im Herzen trifft und dich packt und für einen Künstler begeistert, sind halt die Inhalte und die Songs und die Atmosphäre und das Gefühl so und nicht dieses, wow, der ist im Guinness-Buch der Rekorde für 80.000 Silben in 35 Sekunden, so, weißt du, und ich finde, bei Eminem hat circa 3 bis 4 Jahre lang alles gepasst, so von 99 bis 2003 vielleicht oder 98 bis 2002, da fällt dann auch das Dr. Dre Album rein, 2001, was ja auch irgendwo mäßig so ein Eminem Album auch ist, ne? Der hat halt alles gepasst, so die Konzepte, die Beats, die Produktion, der Hunger, so die Stimme, alles war top notch in dem Moment. Und manchmal muss man halt einsehen, überschreitet ein Künstler seinen Zenit und wird halt nie wieder so krass, wie er mal war, weil vielleicht auch die Leute drumherum fehlen. Die Bass Brothers sind nicht mehr da, die produzieren nichts für ihn. Dr. Dre, bin ich mir sicher, hat nicht mehr so eine Hand konzeptionell, wie er mal hatte, auf ihn. So, die Drogen sind weg, das macht viel mit dem Körper, so wenn du durch so eine Reha gehst und durch einen Entzug gehst, der so langwierig und hart ist wie auch Eminem. So, da siehst du seinem Körper an, auf der Bühne. Wir haben ihn diesen Sommer 2-mal live gesehen. Der war nicht on point live. Der war nicht so fit, wie ein 45-jähriger Rap-God eigentlich fit sein müsste auf der Bühne, so, weißt du? Und das alles, was halt bei Eminem 3 bis 4 Jahre lang komplett auf höchstem Niveau gepasst hat, so, und alles synchron war und er so der beste Rapper der Welt war, das ist halt jetzt bei anderen Künstlern so. A.k.a. du hast einen sehr hohen Anspruch an ihn und du misst ihn an dem vergangenen Eminem, der Typ ist, der dich zu Rap gebracht hat, und wenn du das damit vergleichst, dann hält es nicht mehr mit. Und das führt dann nicht dazu, dass du sagst so, okay, der Gulasch ist jetzt etwas kalt, aber es ist immer noch ein nicer Gulasch, sondern das führt dazu, dass du den Gulasch wütend an die Wand wirfst. Richtig, ja, voll. Ein enttäuschter Fan quasi. Genau, ein enttäuschter Fan. So. Und eine Sache auch, Eminem kritisiert auf dem Album so ganz krass auch Inhaltslosigkeit und den Mangel an Rap-Skills und so in der breiten Masse des US-Raps gerade. Und ich finde, das stammt
nicht daher, dass es so ist, sondern dass Eminem einfach eher enttäuscht über seine eigene Situation ist und dann solche Gründe sucht, weil faktisch, wenn du dir die Szene anguckst, mit die erfolgreichsten Rapper in den USA sind Kendrick Lamar, J. Cole, Logic, Drake, Jay-Z. Ja. Das sind technisch einwandfreie Rapper alle. Manche mehr, manche weniger. So, vielleicht ein Logic und ein Kendrick Lamar deutlich versierter als vielleicht ein Drake, aber das sind alles technisch einwandfreie Leute und auch alle mit starken Inhalten. Also sowohl von Drake bis Logic über Jay-Z, Kendrick, die haben alle starke Inhalte. Weißt du, also wo, warum machst du nicht so eine Musik, wie ein J. Cole zum Beispiel machen? J. Cole hat auch ein Anti-Mumble-Rap, Anti-Lean-Album dieses Jahr gedroppt. Mhm. So, sein Outro war einer der besten Songs dieses Jahr, 1985. Mhm. Da redet der quasi mit Lil Pump sozusagen, weißt du? Aber es kommt auf Augenhöhe rüber, es kommt cool rüber, es kommt authentisch. Wenn ich Lil Pump bin, der hat sich hingesetzt im Interview mit J. Cole danach, weil das so nice war, diese Herangehensweise von J. Cole, wie er das gesagt hat. Ey, Bro, guck mal, ich war auch du, ich war auch dies, ich war auch das, pass nur auf, mach dein Ding, aber so, ne, nur dass du... Eminem kommt halt so ganz komisch, frustriert von oben herab, meckert, wie, ich hab's letztens gesagt, wie so ein Opa, der halt sagt, ey, im Zweiten Weltkrieg so, das war voll hart für uns zu kämpfen, was ihr hier macht, ist Kindergarten. Das will niemand hören, weißt du? Also von den jungen Leuten, die gerade Zeitgeist sind. Und das meinte ich auch in meiner Folge mit Eminem hat Rap nicht verstanden. Er hat es selber auf dem Album gesagt. Er sagte auf dem Song mit Joyner Lucas, they're asking me what the fuck happened to hip-hop. I said I don't have any answers. Because I took an L when I dropped my last album. Also ich habe ein Lose eingesteckt. Yeah. Das heißt, es ist sein Eingeständnis. Ich verstehe nicht mehr. Ich habe keine Antwort darauf, was gerade hier abgeht. Ich verstehe es nicht mehr. Ich ralle es nicht mehr. So, okay, und er war der Taktgeber von Hip-Hop vor 15, 16, 17 Jahren noch. Und jetzt ist er da, wo er selber sagt und sich eingesteht, ey, ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Weißt du so? Das ist mein Punkt. Ja, daran... Ja, gut, ich finde das in der, ich finde einiges in seiner Argumentation da drin auch schwach. So, ich war mal die Lines von The Ringer durchgegangen. Was hat er eigentlich für Argumente? Genauso wie ich geguckt habe, nicht nur bei dir, sondern auch bei den ganzen Amis, denen er ja zum Beispiel auch diese Zeitungsanzeige jetzt gewidmet hat. Ja. Schade, dass du nicht auch dabei warst. Das wäre gut. Eminem hat, boah, das hätte geknallt. Eminem hat Hip-Hop nicht verstanden. So weit ist kein Ami Dings gegangen, ja. Das haben sie weißt du, ist auch noch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, weil du meintest ja, er versteht den aktuellen Hip-Hop nicht. Hat er selber gesagt. Warum mäßig, Eminem so. 2018 Hip-Hop nicht man kann natürlich, genau, man kann genauso gut andersrum sagen, vielleicht, oder er und das Camp Eminem würde sagen, die aktuellen Rapper wie Lil Pump, die haben Hip-Hop nicht verstanden. Also 2018 hat Hip-Hop nicht verstanden. Kannst kann ja man auch sagen, ja. Kannst du auch sagen. Ja. So. Ja, aber was das angeht, finde ich seine Argumentation natürlich auch ein Stück weit schwach, weil ich finde, das war gut, dass er die Vorlage nutzt. Ich finde diesen ganzen Move geil, dieses Album zu bringen. Ich finde es nice, irgendwie zu sagen, ey, ich will mich jetzt hier wehren und so weiter, ich lasse das nicht auf mir sitzen und dann gehe ich halt dagegen, selbst wie in diesen Skits dann ja auch im Paul Rosenberg so erklärt, so Digga, das ist jetzt nicht zwangsläufig die Volks, also das ist eine sehr riskante Strategie. Was machst du danach? Das Album darüber, warum Kamikaze komisch war? Übrigens sieht man an den Skits schon, dass er ein Stück weit natürlich aus der Zeit gefallen ist, Alter, das sind Anrufbeantworter-Skits. Wer zur Hölle benutzt noch Anrufbeantworter, Alter? Das sind ja so wäre es mal eine Voice-Message so, ne? gewesen wären, WhatsApp. Ja, stimmt. So, eigentlich, yo, this is Paul. Stimmt eigentlich. Das sind ja so Referenzen auf diese alten Alben, ne, ja, wo ja, immer so Paul, aber stimmt, hast du recht, Alter. Ja, das ist auch nur ein Scherz am Rande. Ja, aber so. Für dich, Kamikaze, um nochmal so auf meine Frage zurückzukommen, wo ordnest du das ein? Eher eines seiner besten? Kann ich nicht sagen, weil ich wie gesagt, ich bin ein bisschen ignorant geworden bei Eminem-Alben, weil ich mir immer dachte, ich feiere den voll, ich kann mir Parts von dem reinziehen, ich höre mir dann so ein Album vielleicht mal an, denke mir, oh, krass, 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 ich lese die Texte mit, weil sonst komme ich da gar nicht mit. Ich feiere das, ich gebe dem voll Respekt dafür und dann höre ich andere Sachen. Von Leuten. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache, auch wenn es jetzt darum geht, so Aria sagt das Album, auch das ist ihm jetzt noch nicht gut genug. Und Eminem würde dann sagen, ey Kritiker, was willst du eigentlich von mir so? Vorher hast du gesagt, hier ist so viel Pop da drauf. Jetzt mache ich was, da zerlege ich alles und rap alles in Grund und Boden. Dann sagst du, es ist jetzt aber auch jetzt wieder nicht musikalisch genug. So, da hat man natürlich aber auch das Recht dazu zu sagen, ja okay, vorher war zu wenig Salz, jetzt ist zu viel. Sorry, ich bin hier der Gast. Mäßig. Ich hätte gerne ein Steak. Du bist der Koch, überleg dir, wie das jetzt irgendwie gut wird. Ja, ich bin in dieses Restaurant gekommen vor 10 Jahren, das war das krasseste Steak, was ich je gegessen habe. Und jetzt kommst du wieder. Jetzt kommst du mit so einem voll ungesalzenen, dann sage ich, ey, vor 10 Jahren war das krasseste, jetzt kommst du mit so einem voll übersalzenen so. Ich aber nicht jeder hatte auch die, also viele, gerade viele Kritiker hatten die Reaktion wie du, aber ja auch nicht alle haben so darauf reagiert. Ich kenne auch von Kollegen, die dann sagen, ey, ist doch geil, Alter, es ist jetzt voll die geile Abwechslung wieder zu dem ganzen anderen Zeug, das ich den ganzen Tag höre, wo Eminem halt nicht reinpasst oder wo er sagt, er versteht das auch nicht. Genau, das wollte ich noch sagen zu der Argumentation. Er nimmt sich natürlich da so ein bisschen Freiheit raus, das mal eben so zu tun, als gäbe es nicht super erfolgreiche Leute, die auch voll Substanz haben, wie Kendrick, wie J. Cole oder selbst ein Kanye West, der natürlich technisch nicht mal ein Zehennagel von Eminem ist, aber so, ne, auf
auf andere Art halt ein krasser Rapper ist, so. Ja, aber er hat natürlich recht damit, dass es eine Menge inhaltsleere Musik heutzutage gibt und dass wir alle eine Menge Mucke feiern, die natürlich technisch lange nicht auf dem Level ist. Aber du kannst auch nicht mit Argumenten jemanden dazu zwingen, dann deine Musik zu mögen, indem du dem erklärst, aber ich habe nach allen Regeln der Kunst das hier perfekt geschrieben. Deshalb habe ich mich auch gefragt, ob du auch Argumente findest, wie du halt objektivierbar sagen, weißt du? Weil ich meine, du kannst natürlich sagen, ich feiere das nicht, mir schmeckt das Steak nicht, okay, whatever. Und dann können die Leute auch sagen, okay, ist interessant, weil du bist so eine Instanz, ich finde es interessant, Aria feiert also das Album nicht, aha, aber da hört das auf, das ist Geschmackssache. Einer feiert das voll, ein anderer feiert das nicht. Da ist die Frage, was sind deine Punkte? Dass dir der Inhalt fehlt oder die Songs fehlen oder was? Mir fehlt die Musikalität, das ist das A und O, was mir gerade bei Eminem fehlt. So. Bei Revival war es noch nur sehr, sehr plumpe Alex the Kid Kitsch Pop-Beats, die er, glaube ich, selber nicht gefühlt hat, Eminem, so mit, also das waren eigentlich Ed Sheeran-Skizzen, auf die er dann kommt und 16er bringt. Das war super eklig, also da haben sich ja auch alle drauf geeinigt. Jetzt ist es so, er hat sehr moderne Beats, weißt du, er hat Produktionen von Michael Made It und Konsorten, so von Boy Wonder, Alter, Boy Wonder hat ein Beat auf seinem Album platziert, so. Aber was machst du mit diesem Beat? Lass das mal stehen, bitte, dass man das sieht. Weißt du, du hast ein Boy Wonder-Beat auf deinem Album, du hast ein Michael Made It Beat auf deinem Album, aber du zersägst diese Beats, statt diese Beats durch deine Raps und durch deine Performance mit denen in eine Hochzeit einzugehen, so auf deinem Album. Ja. So wie es ein Drake zum Beispiel gemacht hat auf If You're Reading This, It's Too Late. Weißt du, so wie es ein J. Cole macht. J. Cole hat auch moderne Beats auf seinem letzten Album so und also rappt drauf auch mit neuen Patterns, die manche Rapper die Reviews gelesen habe. Ich weiß, dass du das nicht von denen hast, das kommt schon zeitlich nicht hin, aber das mit der fehlenden Musikalität wird da natürlich öfter auch gesagt. Ja. Das habe ich ja selber schon gesagt, reines Technikgewichse kam bei Eminem auch schon manchmal vor. So, dazu verführt das vielleicht, wenn man so ein Gitarrengott ist, macht man vielleicht auch zu lange Solos immer. Fand ich jetzt, haben auch manche andere Alben. Ich habe für Wert die Hitze, das Segment am Ende, mal auch überlegt, wie zur Hölle soll ich dieses Album jetzt bewerten. Ich habe das jetzt 15 Mal gehört, weil ich muss an dieser Diskussion teilnehmen. Ich habe auch überlegt, wie kann ich das jetzt irgendwie bewerten. Ich habe einmal überlegt, welche Songs feiere ich, welche feiere ich nicht. Ich habe am Ende, nachdem ich es 100 Mal gehört habe und richtig reingekommen bin, viel mehr auf der Liste, die ich gut finde. Ich finde The Ringer gut, Lucky You, Normal, Stepping Stone, Not Alike, Fall und Good Guy. Da bleiben noch zwei, die ich okay finde, Nice Guy und Venom. Und Greatest und Kamikaze finde ich kacke. Dings. Not Alike heißt der? Yes. Der ist doch Müll, Alter. Das ist doch der, wo der diese Hook so Migos-mäßig veräppelt. Ist das der mit Royce da 5'9"? So, ja. Der mit Royce da 5'9"? Ja. Finde ich nice. Ich kann mir das nicht reinziehen. Er macht da so Migos nach. Ja, er zeigt... Aber so auf Wack. Aber also willst du es nachmachen und zeigen, wie Wack das ist? Warum machst du es dann zu Hook in deinem Album? Also ich finde das als... Das ist so diese Techno-Pilot-Aktion mäßig. Aber das, also das jetzt zu zeigen, ich kann auch den Migos-Flow... Ja, ach, ja, ich weiß, dass du den kannst. Du zeigst aber gerade, dass du ihn nicht kannst. Ja, die Musikalität, weißt das wäre ja eher das Ding. Man würde, wenn man jetzt so sagt, weil er auch selber gegen Migos geht, wenn man jetzt so sagen würde, wir haben auf der einen Seite Migos und auf der anderen Seite Eminem, da läuft das natürlich ein bisschen aneinander vorbei, weil der sagt, Digga, ich rap 80 Mal besser als Migos. Und dann sagt er, ja, darum geht's aber nicht. Aber ich finde, die machen gerade geilere Songs als du. Das heißt, wenn, dann müsste er für dich dann beweisen, ich kann Migos-Song als Song besser machen als das. Und nicht nur, ich kann deren Flow umsetzen, weil das ist ja, also muss man jemanden Flow haben, den Eminem nicht nachbauen kann. Wollen wir darüber es vielleicht halt noch ein bisschen bei 7000 Grad, bei Wer hat die Hitze quatschen, bevor wir jetzt das Album eine Sache, Migos, Alter, die sind Benchmark, was Flow angeht, seit 2012. Und das muss auch ein Eminem einsehen. So, nur weil die Migos nicht lyrisch sind oder keinen Inhalt haben, heißt das nicht, dass die flowtechnisch nicht alles beeinflusst haben, von Jay-Z bis Drake. Mhm. So, und wenn Eminem auf seinem Album kommt und genau wie Snoop in diesem einen viralen Video sagt, ey, ihr rappt doch nur Habit, 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 das ist irgendwie ein bisschen traurig, Alter, weil damals haben die Leute vielleicht auch zu Eminem gesagt, ey, du rappst nur, weißt du so? Was ist denn das für ein Argument, Alter? Okay, mehr dazu in unserem Segment am Ende, also dranbleiben. Da wartet noch eine heiße Diskussion auf euch, so wie es aussieht. Kommen wir mal von Kamikaze zu Palmen aus Plastik 2. Denn Ruff und Bone sind mit Kokain das erste Mal auf Platz 1 der Singlecharts. Warum erst jetzt? Was meint ihr? Okay, nach einem übertrieben erfolgreichen Album, Platin, Gold und so weiter und so fort, jetzt erst mal 1. Ich weiß nicht, also ich habe nachgeguckt, wie das Single-mäßig war. Es sind halt dieses Jahr unnormal viele Deutschrap-Songs auf Platz 1 der Charts gelandet. Vielleicht war einfach Palm aus Plastik 1 ein Ticken vor diesem Streaming-, Spotify-, Charts-Wertung-mäßigen Hype.
So, ich habe mal nachgeguckt, 2016 gab es keine einzige Deutschrap-Single auf 1. Das ist auch gar nicht mal so groß auffällig jetzt, weil von den Jahren von 2000 bis 2017, also in 17 Jahren, gab es nur 9 Tracks, die auf Platz 1 der deutschen Charts gegangen sind, aus dem Deutschrap-Segment. Dieses Jahr, das Jahr ist noch nicht mal zu Ende, sind es 8 Stück. Schon. Ne? Da hast du so Sachen wie Kapital featuring Juju, Kapital 5 Songs in einer Nacht, Kapital featuring UFO, Kapital war 6-7 Mal auf 1 alleine schon. Olex mit Magisch war auf 1 dieses Jahr. Warum ist das so? Ja, ich denke, es liegt an Streaming. Ne? Streaming wird immer größer. Mhm. Und obwohl die Chartregularien, ich will ja nicht lügen, deswegen ich bin nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall für Gold und Platin wurde die Wertigkeit des Streams halbiert vor ein paar Wochen. Aber das ist ja nicht unbedingt im Zusammenhang zu den Charts. Ich ne? glaube auch für die Charts, aber okay. Deswegen, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wird eben Streaming immer größer. Mehr Leute nutzen das aktiver, nutzen das öfter, nutzen das als Hauptträger von Musik so. Und diese Zielgruppe, die auf Streaming, und das haben wir ja oft besprochen, und auf Spotify eben verkehrt, ist halt genau die Zielgruppe, die gerade auch auf Instagram und auf Deutschrap halt abgeht. So, das ist dieses meinetwegen 13 bis sogar 27, älter. Keine Ahnung. Sogar älter, glaube ich. Ich hatte das mal im Kopf, aber die Zielgruppe, okay. die da die Hauptzielgruppe ist, die ist älter als 13. Das finde ich bei 18 Spotify? Oder so. Okay, bei Spotify, bei Deutschrap, bei allen möglichen digitalen Sachen, die stärkste Altersgruppe da, das überschneidet sich halt und erklärt mit dem Erfolg von Deutschrap. Oh, ja. Also du würdest sagen, dass die halt dieses Mal halt auf 1 gegangen sind und lässt man nicht, liegt einfach an dem Zeitenwandel. Der auch, obwohl das nur so kurze Zeit war, was war es? 2015 ja, hattet ihr gesagt? 16. Jo. 2 Jahre ist viel im Internetzeitalter. Ja, das hat gerade da ist halt dieses Streaming-Ding durchgeschlagen. Also wird es wohl daran liegen, nicht unbedingt daran, dass der Song jetzt also erfolgreicher, kann man so gar nicht sagen, ob der ist besser, erfolgreicher, sonst was, sondern jetzt kriegen die ihr Hack. Weißt du? Ja, genau. Findet ihr, dass die Singles, die bisher rausgekommen sind an Palm aus Plastik 1, dass sie damit mithalten können oder da gut anknüpfen? Wie seht ihr das? Nee, ja doch, die knüpfen nahtlos an, weil es einfach die gleichen Rezepte sind so, die gleichen Herangehensweisen an den Song. So, es sind wieder diese 90s Eurodance-Samples, die so, weißt du, Be My Lover bin ich sehr lange, ich glaube bis heute noch nicht ganz hinweggekommen bei Kokain. Ach, das ist von wem? Labouche. Labouche. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ich kam über Freestyler nicht so ganz hin. Ja, jedes Mal, Alter. Das war gestern noch so aus meiner Kindheit und Jugend so, Digga. So, keine Ahnung. Okay, manchmal finde ich auch einfach lustig, aber über den bin ich einfach nicht hinweggekommen. Ja. Aber doch dann vielleicht mit dem Part von Bones. Der war dermaßen geil, ekelhaft. Bones macht so krasse Sachen auf eine Sachen ehrliche auch Art ekelhaft, dass ich dann, war Labouche so ein bisschen weg. Auf Kokain meinst du jetzt? Ja. Ja, ich finde, doch, stimmt. Die Songs an sich, finde ich, kommen nicht an Palm aus Plastik 1 ran. Dafür waren die halt einfach auch zu neu und der Boom und die Sensation war so da, weißt du, ohne mein Team und Palm aus Plastik, das kam in der Zeit, da gab sowas halt nicht. Das muss man ja auch immer im Kopf haben. Es ist ein bisschen schwierig, sich in die Zeit zu versetzen, weil jetzt wird Deutschland überflutet davon. Mhm. Jetzt ist Palm aus Plastik nur eine Sache zwischen den ganzen Sachen, die wie Palm aus Plastik sein wollen. Damals war es halt das Erste, deswegen ist es ein bisschen schwer, daran zu kommen. Deswegen, wie gesagt, hätte ich mir auch gewünscht, dass sie neuen Ansatz gefunden hätten, aber so what so. Ich finde aber Bones Performance ist streckenweise echt krass so, was der melodisch macht und wie der so flowmäßig über die Beats geht und so, ist schon echt crazy, bei 500 PS macht. Ich feiere den Song und den Stil halt langsam gar nicht mehr, aber ich muss ehrlich sagen, was Bones da manchmal macht, Hut ab, Alter. Ich habe schon geguckt, da ist nicht mehr ganz so viel Brauchbares dabei, alle sind noch bei Eminem. Haten die jetzt alles weg, Alter? Ach, es geht eigentlich. Gib mal bitte hier on, hier ist so. Warum denn jetzt diese Palmen? Was ist mit Cypress Hill und Method? Ja, wir brauchen bitte was zum Thema. Seid ihr denn generell gehypt aufs Album? Frage an die Zuschauer im Livestream und natürlich Frage an Toxic und Aria. Habt ihr Bock? Seid ihr gehypt? Wie sieht's so aus bei euch? Ich nicht so großartig. Ich bin gespannt, wie das Album sich dann in Gänze anhört, weil das erste Album war auch nicht durchgehend Afro-Trap oder durchgehend Dancehall. Da waren schon auch andere Facetten drauf. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin nicht mehr übertrieben hyped. So, die Singles haben mir nicht das Gefühl gegeben, dass da was Innovatives nochmal auf mich zukommt, weißt du? Es war beim ersten Album noch ein bisschen so. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Album sich dann in Gänze, ob es da vielleicht noch Songs gibt, die in eine andere Richtung gehen, wo die dann ein bisschen mutiger werden und so weiter und so fort. Okay, wie siehst du das? Bist du gehyped aufs Album? Ich habe gestern sehr viel Ami-Rap auch durchgehört. Okay. Mal wieder für Wer hat die Hitze viel zu viel Ami-Rap rausgesucht. Mhm. Ich fand es krass, wie nicht nur wegen Labouche Kokain, als ich den da irgendwann gehört habe, so ein völlig anderes Ding war.
So, ähnlich wie das Einzige, was vielleicht sonst so rausgestochen hat aus dem ganzen Rest, den ich für die Wert-die-Hitze-Playlist rausgehauen habe, waren die Eminem-Tracks auf ihre Art. So. Und von daher ist ja auch schon nice, dass so sehr die auch in Deutschland kopiert wurden, muss man halt schon sagen, sie haben halt auch ein eigenes Ding gefunden. Ja? Mhm. Ist ja auch nochmal was war, was Eminem vielen heute vorwirft. Dass er sagt, ey, früher war das mal so ein Anspruch. Da musste jeder, ein Rapper muss einen eigenen Sound haben. Du konntest nicht biten. Und man, also niemand ist wie Eminem. Oder Eminem hat das von keinem. Man kann nicht sagen, Eminem ist ja auch, aber nur. Und heute habe ich halt genug Sachen, wo ich sage, ja, den Fall, ich klingt zwar wie Kodak Black, aber ist nice. So, weißt du? Ja, ja. Das ist schon ein bisschen richtig. Aber jetzt bin ich schon wieder bei Juice WRLD hat so ein bisschen Dings gemacht. Der hat auch so ein 90s-Ding, ich weiß gar nicht, was 90s ist, aber der ist auch so ein Sting bei Dings, Lucid Dreams. Ja. Das ist so ein alter Sting-Track, den er eigentlich covert oder wie sagen die anderen? Du meinst deswegen Eurodance-Samples oder wie? Ja, 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 das ist ja nicht Eurodance, aber so, fiel mir jetzt nur ein. Sting. Findet ihr so von den Lyrics her, dass es eher einer der härteren Songs ist, der es da in die Single-Charts geschafft hat? Boah, ich weiß nicht, Ari hat ja gerade 100 Songs aufgezählt, da bin ich gar nicht auf mitgekommen. Auf Platz 1, ja, aber schon mit der härteste, Alter. Ja. Also der Titel war auf jeden Fall schon mal der härteste, so mit Kokain. Ich glaube, einen härteren hatten wir noch nicht auf eins. Alle metaphorischen Ebenen weggelassen. Genau. Schneemann. Genau. Oder so. Das ist noch eine Ecke plumper als Kokainer. Weil Kokainer ist immerhin noch Kokain. So melodisch, so ein Fremdwort noch so ein bisschen. Kokain ist einfach so Tacheles. Und der Bones-Part, weil also Jizzes war auch schon straight und ich meine, ja, ne, Raff bleibt auch beim Thema, aber der Bones-Part war richtig gut über Dealerei gerappt. Richtig schön ekelhaft. Ja, fand ich gut. Also der härteste in Anführungsstrichen war lange Zeit Prison Break Anthem von Azad. Der war jetzt auch nicht hart, aber der war Street halt, weißt du so? Das war so ein streetiger Nummer 1 Hit. Das waren ganz andere Zeiten. Das hat lange gedauert. Ja. Genau, das hat 10 Jahre gedauert, bis dann mit Sturmmaske auf letztes Jahr einer auf Platz 1 ging, der auch schon hart war. Ich meine, war das dieses JBG-Intro. Aber ja, ich würde auch nicht sagen, dass es so hart war wie Kokain. Es ist einfach jetzt halt was anderes. Es gibt jetzt halt einfach dieser Gatekeeper nicht mehr. Ne? Vorher, wenn du auf die 1 gehen wolltest, dann brauchtest du ja den Support von deinem Label. Meistens, in den meisten Fällen ein Major-Label, was irgendwie ein bisschen Power spielen lassen musste, um deinen Song auf die 1 zu bringen. Du brauchst den Support der Radios. Ja, ja. Und die Radios sind ja eher so, wenn Materia mit Verstrahlt kommt, wo das noch auf einer metaphorischen Ebene ist, dann ich dachte, Moment mal, der Praktikant hat gesagt, es geht da um Drogen, Herr Materia. Ja. Das können wir leider nicht spielen. Und dann wird das auch schwer mit der 1. Ja. Das war 2005. 2018, Wayne, niemand interessiert. Weißt du? Das geht einfach über Streaming raus. Hau und das Ding an, Alter, ja. Ja, das ist deshalb, da kannst du halt auch, da gibt's den, das Volk entscheidet einfach. Mhm. Und ganz dann kurz, weiß man ja, was dabei dein passiert. Dein Handy geht gleich aus, deswegen würde ich sagen, an der Stelle verabschieden wir uns langsam vom Livestream. Okay, ich hoffe, wir haben euch genug eingebaut, vielleicht machen wir es öfter. Ja, yeah, Sendung kommt diese Woche noch raus, also seid gespannt. Ciao, Leute. Bye, bye. Peace. Geht jetzt von alleine aus. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Erzähl weiter. Kein Problem. Achso, ja. Das Volk entscheidet. Und da kommen dann halt auch öfter mal die härteren Songs dann vielleicht auf die 1. Ich bin gespannt, was das für Folgen noch alles haben wird. Weil das könnte so ein bisschen so ein Echo-Effekt wieder haben. Ja? Also Echo. Der Echo wird verliehen danach. Wer hat den größten Erfolg? Wer hat den größten Erfolg? JBG. Was ist das Konzept von JBG? Ich versuche so asoziale Lines wie möglich zu bringen. Ja. Was kommt dabei raus? Der Echo explodiert. Ist weg. Ja. So, was wird in Zukunft uns noch alles erwarten, wenn halt jetzt die Charts haben ja eigentlich das gleiche Problem. Die müssen ja nicht schon Krisensitzungen gemacht haben. Wir sagen, Moment mal, ey, die ganzen Rapper mit den Assi-Lyrics, die werden jetzt alle hier auf Platz 1 der Charts und wir müssen die dann immer bekannt geben. Hey, die aktuelle Nummer 1, ich ficke da. So, weißt du? Ja, das ist Konsequenz war, dass sie halt, wie gesagt, die Wertigkeit der Streams einfach mal so halbiert haben. Ja, okay, aber das hilft ja alles nichts. Ja, gut, damit kannst du natürlich versuchen, dass du sagst, in welchen Bereichen ist denn Schlager noch stärker als Rap? Lass uns das stärker bewerten oder so. Ja, so fühlt sich an. Ey, bis April ist jede Woche irgendein Straßenrapper Platin gegangen mit seiner neuesten Single. Seit April, wer ist da noch Gold gegangen, Alter? Sag mal bitte. Weißt du so? Ich hab ehrlich gesagt. Wenn du dir jetzt die Songs anguckst, ist, diese ganzen Sachen von Enno, Mercedes wäre jetzt Gold. So der Roos-Song wäre jetzt schon locker Gold mit Motrip. AMG2 von Enno und Asimemo wäre locker Gold. Diese ganzen Dinger sind eigentlich Gold-Songs, Alter. Ihr habt die Regeln aufgeschrieben so. Wir haben die Hürde überschritten. Das ist Gold eigentlich. So, weißt du? Naja, dann änderst du plötzlich die Wertigkeit. Halt, so die gucken halt, wie die es anpassen können. Ist natürlich ein Problem. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei jedem Spiel, wenn im Fußball mit Videobeweis und so dann immer versucht wird, was zu ändern und
dann in dem Spiel gefühlt die Regeln anders sind. Ja, weil man gerade so eine Transformationsphase hat. Ja, man muss mal halt gucken, ob die es mit ihren Charts und ganzen goldenen Platten und so das halt überleben. Ja. Oder sich am Ende nicht durchsetzen können einfach, weil man einfach merkt, so Leute, ehrlich gesagt, was ihr da macht, da kann ich jetzt auch einen aus dem Hut ziehen und dem Preis verleihen. So. Ja, egal, so viel dazu. Also ich glaube, es wird noch mehr harte Songs auf der 1 geben, um deine Frage zu beantworten. Alrighty. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal zu Mac Miller, der bedauerlicherweise mit nur 26 Jahren an einer Drogenüberdosis gestorben ist. Die ganze Rap-Welt hat natürlich auf den Tod reagiert. Alle haben ihr Beileid ausgesprochen. Unter anderem auch seine Ex Ariana Grande hat sich via Instagram zu dem Tod natürlich geäußert. Ja, was sagt ihr dazu? Ich war mal wieder schockiert, dass einer so jung gestorben ist. Jo. Und auch einer, den ich irgendwie, glaube ich, zweimal oder so interviewt hatte. Krass, das hab ich so, nie getroffen. Ich glaube, dieses Jahr sind schon, glaube ich, 3 Leute oder so gestorben, die ich interviewt hatte, Alter. Das ist voll... Dieses Jahr waren auch 3 Leute gestorben von Rappern, wen meinst du? Dieses Jahr... Oder ich vercheck's mit letztem Jahr. Nee, den hatte ich ja nicht. Haben wir nicht letztens nachgeguckt? Nee, das war dann letztes Jahr, Alter. Ja, das war letztes Jahr. Letztes Jahr ist nicht Chester auch gestorben von Linkin Park? Ja. Ja. Also wie dem auch sei, Alter, es war super schockierend für mich so, als ich das gehört habe und auch extrem überraschend, weil obwohl man wusste, dass er schon von Depressionen geplagter Typ ist, war das jetzt nicht so das Erste, woran du bei Mac Miller denkst. Es gibt krankere Leute im Rap-Game, wo man sich, weißt du, so weiß ich nicht, vielleicht Fredo Santana zum Beispiel, ja, nicht, dass das jetzt nicht traurig wäre, aber der kam ja auch so wie so ein typischer Fickgeber rüber, ne, und man hatte ja vorher schon gehört, dass der Nierenprobleme, glaube ich, hatte und so weiter. Das macht's nicht besser, aber ja, ich fand's bei Mac Miller auch eher schockierend. Aber viele, was soll man zu sowas immer sagen? Viele haben auch gesagt, dass sie ihn eigentlich so als sehr positiven, super freundlichen Typen erlebt hast. Du hast ihn auch schon interviewt. Würdest du da auch zustimmen? Ey, der war super freundlich und also man lernt so einen Künstler natürlich nur über 20, 30 Minuten lang kennen. So, ne? Du hast nur einen ganz kleinen Moment in Time so mit dem, so einen Wimpernschlag, wie man so schön sagt, in der Historie seines Lebens vielleicht, hast du mit ihm geteilt. Aber auf mich hat der auch immer wie so ein lebensfroher, schwierig zu sagen jetzt in der Situation, aber so optimistischer Typ, eine Aura, die eigentlich von Grund auf positiv so ist. Und als ich das in den US-Medien gelesen habe, war das auch auffällig oft die Wortwahl, die Leute halt über ihn benutzt haben. Viel öfter als jetzt bei anderen Künstlern, weil jeder Künstler ist ja, der erinnert dich an etwas. Wenn der stirbt, sagst du, hey, der war voll das Genie, der war so. Prodigy zum Beispiel, über den hättest du jetzt nicht gesagt, so, der hatte voll die von Grund auf positive Aura. Den hat halt was anderes ausgemacht, weißt du, der hatte halt so eine Street-geile, der war halt auch cool, aber so auf seine Art. Und bei Mac Miller hat man das immer wieder gelesen, so, ey, der war eigentlich ein sehr, sehr positiver Typ einfach, also, ja. Sein war natürlich auch gerade sehr präsent, weil kurz vorher sein Album rauskam. Ich hatte das ja, glaube ich, in der letzten Folge noch irgendwie das aus meiner Sicht beste Album zu der Zeit gerade und das gelobt und eine Menge gerade dafür rauszuhauen. Nachdem ich ja auch nicht vorher alles von Mac Miller mal gehört habe, aber das habe ich halt voll gefeiert. Dachte mir, okay, Alter, Mac Miller musst du dir mal merken. Ja. Keine Ahnung, was soll man dazu sagen, außer dass das halt traurig ist, ne? Ist natürlich nicht dazu sagen, scheiß drauf und ist ja halt eben auch nicht so. Also ja, schon. Ich glaube, es ist auch immer noch nicht hundertprozentig geklärt worden, woran er jetzt genau gestorben ist. Ob es eine gewollte Überdosis, aka Selbstmord war, ob es ein Unfall war, ob es eine falsche Richtung war. Berichte gehen in die Richtung, es wäre vielleicht nicht Selbstmord gewesen. Er hätte noch am Abend vorher lustig Football mit seinen Homies geguckt. Also das war also angedeutet nach dem Motto, ey, da deutet eigentlich nichts aus Selbstmord hin. Aber ich glaube, da gibt es auch noch keine offiziellen... Sorry, ich habe gegen die Kamera getreten. Keine offiziellen Zahlen dazu, Ergebnisse. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Deswegen von unserer Seite aus auch auf jeden Fall Rest in Peace. Ja, okay, kommen wir mal zu Kanye. Der hat Yandi angekündigt. In letzter Zeit einige Ansagen rausgehauen an Drake und Nick Cannon per Instagram. Aber wie gesagt, nicht nur das, sondern auch Album angekündigt. Ja, was meint ihr? Wird das ein Nachfolger für Yeezus oder wie seht ihr das? Ja, das Cover ist so quasi nicht existent, ne? So wie bei Yeezus. Es ist nur ein leeres CD-Case, so wie bei Yeezus schon. Es gab auch, glaube ich, kein anderes Und der Album. Name ist das gleiche, also ja, deutet Name, das genau. ja an. Also entweder hat er einfach nur die Namensidee nochmal recycelt. Mhm. Ja. Was könnte man noch machen? Yohammed? Nach Yeezus und...
Müsste eigentlich. Mother Yeriza. Er benutzt den gleichen blasphemischen Witz nochmal und benutzt dann auch das gleiche Cover. Aber ob das jetzt heißt, dass das Album genauso... Also Jesus ist ja vielleicht das beste Kanye West Album, aber da kann man jetzt auch drüber streiten. Ich habe mir vorher aufgeschrieben, also wenn, für mich persönlich, wenn 808 und Heartbreak nicht das beste Kanye Album ist, dann ist es auf jeden Fall Jesus. Oder besser gesagt, das Wichtigste. Besser in Sachen Produktion, Lyrics, dies, das, so, wenn du jetzt wirklich mathematisch Musik auseinandernehmen willst, ist wahrscheinlich so, wie die meisten auch sagen würden, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, es ist halt bis zum Maximum ausproduziert und so weiter, so ein Hip-Hop-Musical halt einfach, ne? Mit 100 Gästen und so weiter und so fort. Kanye hat es selbst mal in einem Interview gesagt, habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, ich glaube, das war das Interview mit Zane Lowe im Studio, wo der auch ausgerastet ist, so dieses klassische Kanye West Interview, der hat gesagt, ich bin nicht hier, um perfekte Musik zu machen, ich will halt Türen aufstoßen und ich will groundbreaking Music machen, so. Und das machst du halt nicht, indem du wie gesagt, das machst du nicht, indem du Musik machst, die sowieso jedem gefällt, so wie My Beautiful Dark Twisted Fantasy oder so wie, weiß nicht, vielleicht auch das vorletzte Kanye-Album, The Life of Pablo, wo halt so Hits und bam, ich komme mit viel guten Mucke rein und so weiter und so fort. Sondern das machst du halt mit unbequemen Sounds, so Sachen, die Leute halt vorher noch nie gehört haben, mit dem Mut, der Erste zu sein und nicht mit dem Ansporn, so bereits da gewesen ist, zu perfektionieren. Ja, mit dieser, dieses war ja so die große Dekonstruktion und so weiter, ne? Da irgendwie alles auseinandergenommen, alles kaputt gemacht. Muss man dazu sagen, ich fand damals gar nicht mal auch jetzt so, dass, weil du es gerade meintest, was zu machen, was nie da gewesen ist und sonst was, war schon auch MIA inspiriert. Also er hat das auch nicht ganz aus dem Nichts genommen, aber er hat schon alles zersägt damit. Ja. Und deshalb denke ich auch, das wichtigste Album. Aber wenn man das jetzt nochmal machen will, wie macht man das denn nochmal? Das macht man doch nicht so wie Palmen aus Plastik 2, dass man so sagt, ich gebe den Leuten mehr davon, sondern ein zweites Jesus dürfte ja auf gar keinen Fall eins sein, was genauso klingt wie das erste, weil das würde ja der Grundidee von, oder? Also da müsstest du ja auf eine ganz andere Art jetzt wieder sagen, okay, jetzt mache ich wieder was richtig krasses, was ein bisschen aneckt, was vielleicht auch ein bisschen schwerer zu hören ist, was nicht easy listening ist oder nicht so Soul-Gospel-mäßige Sachen, so gibt es bestimmt auch Leute, die das nicht mögen, aber Jesus ist ja viel mehr so, dass ich das verstehe, wenn Leute sagen, Digga, ich kriege gerade Migräne, kannst du das bitte ausmachen? Weißt geil, du? Ja, verstehe ich ja dabei viel eher, also irgendwie in die Art, wie das dann klingen soll, keine Ahnung. Dass er schon wieder was macht, finde ich einfach crazy, Alter. Ja. Das, ich weiß nicht, ich bin noch nicht bereit wieder für, echt? Also vielleicht komme ich jetzt so rein, aber ich hätte eigentlich, man hätte jetzt noch ein bisschen warten können. Wir haben jetzt vor drei Folgen einen halben Tag über Kanye und jetzt haben wir schon wieder ein Kanye-Album direkt vor der Tür. Deswegen habe ich mich halt auch gefragt, glaubt ihr, dass die Leute so gehypt darauf sind, dass die sich wirklich dafür interessieren, dass Kanye jetzt nochmal ein Album raus hat, oder ist das ein bisschen too much? Ich glaube nicht wirklich, dass die Leute so over the top gehypt sind jetzt auf ein Kanye-Album, aber es geht ja auch gar nicht mehr darum, deswegen kommt das Album vielleicht so schnell, weißt du, weil Ye war, also für mich war es ein krasses Album, so vielleicht das Beste dieses Jahr oder eins der Besten definitiv, aber jetzt, 3 Monate später oder so, ja, Dicker, so, die Leute reden da jetzt auch nicht mehr drüber, so, weißt du? Es ist halt schnelllebiger geworden. Das, was du damals wenn du damals 2 Jahre Zeit hattest, ein Album zu produzieren und in den 2 Jahren hat dein letztes Album gereift und neue Leute wurden darauf aufmerksam, das ist jetzt 2 Monate. So, und dann ist das Ding auch durch, ja, alles also klar. Normalerweise bin ich ja hier immer der Verfechter von so der Mixtape-Era zum Beispiel, wo man andauernd neue Musik rausrotzt. Und du bist immer der Typ, der sagt, nein, ich will das eine ultimative Meisterwerk, nimm dir lieber die Energie von 3 Mixtapes, um nochmal über dein Album rüber zu gehen und noch ein bisschen Feinschliff zu machen und so weiter. Aber in dem Fall weiß ich nicht, ob das wirklich so funktioniert. Ich würde eher so sagen, mach mal ein Album pro Jahr oder alle 2 und die halt richtig geil und ich brauche davon nicht so 4 so kleine Häppchen. Aber ich glaube, was er da einfach macht, seine Idee dahinter, die ist halt so witzig. Ich finde, also was er macht, ist einfach wie in Streetwear, in Fashion, so ein Drop. Das ist das, was vorher die Streetwear-Marken gemacht haben. Ja, stimmt. Und was zum Beispiel Supreme auch mit den Collabos und generell so super krass gemacht hat. Und was dann inzwischen auch die herkömmlichen Modemarken, die gerade voll von Streetwear geprägt sind, halt eben übernehmen, dass du einfach so eine künstliche Verknappung machst und gleichzeitig schneller und kleiner arbeitest. Du machst keine komplette Kollektion. Jetzt eine Sommerkollektion, dann kommt die Winterkollektion. Sondern du machst so kleine Dinger, limitierte Stücke, die in limitierter Stückzahl, die du nur in gewissen Läden kaufen kannst. Durch die künstliche Verknappung machst du einen riesen Hype. Es kommt überraschend, alle Leute stehen vor der Tür, stehen in der Schlange, dies, das ist genau das gleiche, was er mit dem Album macht. Plötzlich haben die Alben nur noch 7 Songs oder sowas, die kommen überraschend aus dem Nichts, weißt du, so ganz kann er das mit der Verknappung jetzt, weißt du, er könnte noch sagen, ich nehme die wieder runter.
Ich lösche die. Das gibt's nur für zwei Wochen, Digga. Da kommt das neue Album. Das wäre noch mehr Drop-mäßig. Ja. Aber ich glaube, da er halt so ein Fashion-Dude auch ist, ist er einfach inspiriert davon und versucht davon ein musikalisches Äquivalent zu finden. Und das führt dazu, dass in verschiedenen Kollabos, ne? Supreme und Louis Vuitton, Kanye West und Pusha T mäßig, er uns jetzt eine Menge kleine Häppchen überraschend um die Ohren haut. Ja, meinst du, sein Ansporn kam daher, dass quasi seine künstliche Verknappung ihm weggenommen wurde von Adidas jetzt? Es gab den größten Yeezy-Drop aller Zeiten. Das ist jetzt quasi freier Verkauf. Ist jetzt nichts mehr verknappt. Ja, aber die Sneaker halt so, ihr habt den Yeezy kaputt gemacht, ich kann den jetzt nicht mehr resellen für 1000 Euro. Das ist dann so, das ist ja so der normale Produktzyklus, ne, von super aber rare. Aber wenn Gucci Dapper Dan droppt, dann hätte ich das Geld, ich wäre komplett damit eingekleidet. Naja, wollen wir darüber mal nicht irgendwie weiterreden, sondern eher, findet ihr, dass das Album an vorherige Erfolge anknüpfen kann? Oder glaubt ihr, dass es vielleicht... Das Kanye-Album? Ja, floppt. Voll. Ja. Kanye kann immer. Die Musik ist halt ausschlaggebend, finde ich, bei ihm. Und die hat bis jetzt fast immer funktioniert. So. Ja. Es gibt bei jedem immer ein bisschen Ausfälle. So. Ja. Aber Mann, das ist halt Kanye so. Also er ist einer der größten Stars, lass mal Musiker beiseite, er ist einer der größten Stars der Welt. Ähnlich wie Eminem. Und der ist, auch mit Jesus zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich eher aus der Kanye West Hater-Ecke. So, weißt du? Wer mir mal als Persönlichkeit mit seinen, wie er sich halt verhält, mit seinem Größenwahnsinn und so weiter, mir eigentlich mal auf den Sack ging. So, aber mich hat er auch überzeugt und seine Stimme und seine Attitüde in den Rap-Songs, man so, die Beats sind geil und das so klar, Through the Wire ist ein super Song, alles nice und ich habe auch, ich glaube, ich habe hier noch das Vinyl stehen da und so, ne, von College Dropout. Also ich habe das ja schon alles gehört, aber ich war trotzdem eher in der Kritiker-Ecke da so, als ihn voll gefeiert zu haben, aber einfach durch überragende Musik, hier ist das Wasser, hat er mich auch einfach überzeugt. Das wird er bestimmt auch mit dem nächsten Ding wieder machen. Wie hieß das? Yandi. Ja. Buddhismus Yandi ist dieses Mal in. Ja. Also, ich glaube, eine Sache, die Jesus und Yandi connecten könnte, wäre halt dieser Minimalismus. Also, Jesus war ja Minimalismus so at its best einfach, ne? Da ist dann nochmal Rick Rubin drüber gegangen und der meinte, wir haben uns eine Woche vor Release getroffen und das Album war gar nicht fertig, so. Da waren gar keine Lyrics drauf, gar nichts so, das Album kommt in 2 Wochen raus, du musst es in 6 Tagen abgeben, was ist mit dir? Ja gut, was machen wir? Wir produzieren das nicht aus, sondern von dem, was da ist, nehmen wir auch noch Sachen weg. So halt geiles Rick Rubin, ja, dafür ist er ja auch bekannt so, ne? Ja, aber Rick Rubin, Alter, ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass er das letzte Eminem-Album verkackt hat. Diese Eminem-Ausflüge, mit dem man diesen Album schlimm... Executive ey. Producer, Dr. Dre und Rick Rubin. Und was ist so los mit denen? Also über die müsste man eigentlich das reden, was bei auch denen verkehrt läuft. Das davor doch auf Marshmallows LP, wo diese Besorgen... Shit about the kick of the party look. Boah, Bruder, was ist das? Voll der Kopfschmerz. Die hätten geile Sachen zusammen machen können, auch dieser Rock-Ansatz, aber dann sag, lass was mit Rock machen. Cool, wie wär's damit? I love Rock'n'Roll. Genau. Digga, da höre ich ja lieber La Bouche den ganzen Tag. Der nicht auch Zombie gecovert? Ja, Cranberries. Ja, genau. Da denkt man sich so, Rick Rubin, Alter, was ist los Rick mit Rick Rubin dir? Hat übrigens auch irgendwann angefangen, Alex Jones Sachen zu posten und so vor ein paar Monaten. So, ja, dann wieder gelöscht und so. Man kann diese Phase haben sie alle mal. Ja, genau. Man darf sie dafür nicht direkt ans Kreuz Aber machen. Was ich sagen wollte, die neue Single mit Lil Pump, Kanye West, Lil Pump, die ist auch sehr minimalistisch produziert und auch getextet an der Stelle auch sehr minimalistisch. Und das erinnert mich so von der Herangehensweise so ein bisschen an Jesus, weißt du? Ja. Der war übrigens auch mit 6ix9ine jetzt im Studio. Also der Kanye, der versucht da wieder die ganze Zeit an der Jugend zu bleiben, indem er diese ganz verrückten... Guck, das ist der Unterschied zwischen Kanye West und Eminem. So, am Ende kommt halt so ein I Love It raus. Es ist ein geiler, bounciger Digga, alles Track ist der so. Unterschied zwischen Kanye West und Eminem. Ja, die sind beide genau. Welche der größten Rapper, aber die stehen auch an völlig verschiedenen Enden. Der eine ist der klassische Rap-Rapper. Wie gesagt, Kanye West kann nicht mehr besonders gut rappen. Ja, genau. So, das stimmt. Aber der ist trotzdem ein krasser Rapper als Rap-Act. Genau. Weil er halt so ein krasser Produzent, Gesamtkunstwerks, Visionär, sonst was Dude ist. So. Ja. Und das ist vielleicht genau das, was der eine kann der andere nicht. Vielleicht sollten die einfach ein Kollabo-Album machen. Endlich mal. Kanye und Eminem? Ja. Ich glaube, die hassen sich. Also ich glaube, mindestens Eminem hasst Kanye. Ich kann den, glaube ich, gar nicht ab, Alter. Okay. Die waren doch mal auf einem... Waren die nicht auf... Mindestens auf diesem Forever-Song waren die mal drauf. Mit Drake und so, Alter. Also mindestens auf einem Song waren die mal drauf. Aber
Ja, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ja, okay. Wenn es Rick Rubin und Dr. Dre schon nicht hinkriegen, dann hätte man das ja mit Kanye. Okay. Ich habe ja noch ganz viele Themen, Kanye. Hier müssen noch ganz viele Themen heute besprochen werden. Ja. Genau, deswegen kommen wir am besten mal direkt zum nächsten. Bei der Vorbereitung auf diese Sendung meinte jemand aus der Redaktion, ich nenne keine Namen, dass Hip-Hop vor die Hunde geht. Bad Baby zum Beispiel, no offense, aber sie ist ja jetzt nicht durch Rappen irgendwie bekannt geworden, sondern war irgendwie bei Dr. Phil, bei irgendeiner Show in Amerika, wurde dann zum Meme und aus dieser Reichweite und diesem Fame. Cash me outside, how about that? Genau, diesen Phrase wollte ich damit anteasern. Genau, das hat sie für sich genutzt und jetzt ja, eine Rap-Karriere irgendwie begonnen, ziemlich erfolgreich. Wenn man überlegt, vom Meme zum Rapper fällt mir auch irgendwie Cardi B ein, die auch durch ihre Personality und durch Sympathie sehr erfolgreich ist. Wie seht ihr das? Ist das jetzt so ein neues Erfolgsrezept? Ich meine, in Deutschland zum Beispiel Loredana ist gerade auch gut am Start, hat irgendwie als Influencerin auf Instagram oder so, glaube ich, angefangen. Stimmt. Ja, wie seht ihr das? Ist das jetzt so das Erfolgsrezept heutzutage, dass man irgendwie ein Character sein muss und gar nicht unbedingt der Rapper? Marketing war ja schon immer wichtig und Image ist immer wichtiger geworden, je kommerzieller Rap wurde und je mehr da auch vermarktet wurde. Ne? Ist ja logisch. Hat man in Deutschrap auch schon vor 8 Jahren dann drüber geredet oder auch schon vor 15. Finde ich jetzt soweit noch nicht verwerflich. Und im Internet gelten vielleicht nochmal neue Regeln und es ist vielleicht auch alles noch krasser und so weiter, mag ja sein. Aber das ist erstmal noch nichts voll Neues. Aber insgesamt, ich bin bei dem Thema sehr hin und her gerissen. Also ich würde sagen, mindestens in Deutschland, dadurch, dass halt, wie gesagt, Streaming größer wird, Single-Business größer wird, also ein Artist kann heute existieren, 10 Jahre lang Karriere haben, also ab jetzt bis in 10 Jahre, ohne ein einziges Album zu droppen. Das wäre halt vor 30 Jahren undenkbar gewesen. So, du signst einen Artist, um ein Album zu produzieren direkt, ne? Heute musst du das nicht machen. So, Loredana, man, meinst du, die machen ein Album, Alter? Voll unnötig, so, muss die gar nicht machen. Also nicht unnötig, weil es schlecht wäre, sondern die kann Singles einfach droppen, weißt du so, und das reicht. Und sobald du einen Künstler hast, mit dem du, oder sobald du das System hast, von Single zu Single zu gehen, brauchst du eigentlich nur noch jemanden, den du optimal vermarkten kannst mit diesen Singles. Weißt du? Vor allem im Zeitalter von Ghostwriting, wo du sowieso alles die Maschine macht und ich nur noch jemanden brauche, der das Ganze darstellt. Und da wird der Punkt, wo es ich dann halt eben wieder raus bin, da ich ja hier auch immer die gleiche Meinung vertrete. Erstmal dachte ich mir so zu dem Thema, man könnte jetzt noch 6ix9ine dazu nehmen. Ja, der ist da auch irgendwie. Ich meine, 6ix9ine ist ja auch so, der ist voll der Troll irgendwie, aber macht trotzdem voll die gute Musik. Findet ihr, dass er auch ohne dieses Getrolle trotzdem so erfolgreich wäre? Boah, der wäre bestimmt nicht genauso erfolgreich, leider, wenn er nicht pinke Haare und komische Tattoos hätte und eine Schlägerei jeden Dienstag anfangen würde. Aber was ich erstmal so daran noch interessant war, also sowohl bei der Bad Barbie Baby jetzt, Bad Baby, 6ix9ine und Cardi B hatte ich bei allen diesen Meme-Dings gar nicht so auf dem Schirm, weil ich nicht so Instagram gesuchtet habe die letzten 2 Jahre, dass ich das jetzt auf dem Schirm gehabt hätte, bevor ich die Musik höre. Ich höre dann erst so, ich höre die Musik und denke mir, geil, 6ix9ine feiere ich feiere die Musik einfach. Und klar, dann kommt dieser ganze Scheiß dazu, krass, wie der Dude aussieht. Aber ich habe mir nicht alle Insta-Stories reingezogen, bin dadurch da drauf gekommen. Bei Cardi B, ich kenne bis heute die ganzen Talentshow-Sachen, die gemacht hat, nicht. Und von dieser Meme-Scheiße von ihr kenne ich nur die Hälfte. Und bei Bad Baby ist das so ähnlich so. Und dann, wenn ich mir so, ich feiere Songs von der, so cool, ja. Und denkt man so, nice, okay, ist mir egal, dass die jetzt 15 ist, ist mir das auch so. Die Person, die sie darstellt, ist so lustig, Alter, ist doch cool. Also darstellt, die ist schon so, glaube ich auch. Kam jetzt für mich erstmal authentisch rüber und sonst was, da ist alles cool. Aber, und man muss ja auch noch dazu sagen, dass so Leute auch Erfolg haben, auch wegen dem Charakter, den die haben. Das ist ja auch nichts Neues. Das war bei ODB vom Wu-Tang Clan auch nicht anders. Ja, das war auch bei Tupac nicht anders. Und das war auch bei Slim Shady nicht anders, um nochmal wieder zu Eminem zurückzugehen. Ne? Der konnte auch Hammer rappen, aber er war halt auch Slim Shady, dieser Charakter, Alter. Deshalb hat man sich doch auch das Eminem-Tattoo gemacht. Und ja, bisschen was, wenn man dann halt auf Wikipedia sich über Baby da den Artikel zieht, ich weiß nicht, ob der stimmt, der da ist, aber der halt, die Musikkarriere fängt damit an, weil ich hab's hier. In early 2017, Bregoli was signed by Product Placement Manager Adam Kluger, Product Placement Manager, as a means to boost his reputation in the music industry. I'm going to find something that's just so obscure and I'm going to make it popular, he decided. I'm going to pull every trick I've ever pulled with brands and make someone into a walking, talking brand to prove my worth. So, das hätte jetzt natürlich auch früher, das hätte auch schon einer über die Sugar Hill Gang sagen können, als man die zusammengecastet hat, um den ersten Rap-Song ever auf
auf Platte zu bringen, der auch schon fake war. Ja. So. Oder das hätte man auch sonst wo irgendwo ein Label-Dude sagen können, als die sich das Konzept für XY überlebt haben, das Image-Konzept. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen wack und hauptsächlich, da mein Problem dann ja immer noch ist, ich will ja irgendwie beides. Ich will auf der einen Seite halt die guten Songs, wo du fandst, die sind bei Eminem nicht so drauf. Andere sagen, die sind doch jetzt drauf und dann ist halt irgendwo auch Geschmackssache. Aber auf der anderen Seite mag ich halt eben auch diesen Charakter, dass ich so sage, okay, das ist nicht nur ein leckeres Bier, das ist ein Craft-Bier. Das hat so ein Dude in seiner Garage gemacht. Die Authentizität. Und wenn du so tust, als wäre es ein Craft-Bier, aber in echt ist es von Veltins, dann schmeckt es mir auch nur noch halb so gut, weil dann kann ich nicht mehr diese Handwerkskunst dahinter bewundern. Und dann denke ich mir halt, wenn ich solche Storys dann so höre, warum... Welchen vernünftigen Grund habe ich, so sehr ich das auch will, zu glauben, dass die Frau ihre Texte selber schreibt? Warum habe ich überhaupt irgendeinen Grund zu glauben, dass 6ix9ine seine Texte selber schreibt? Ich meine, ja, der hat einen völlig eigenen Style. Niemand hat sonst so gerappt mit diesem Rumschrei-Dings und bla. Aber sich den Style auszudenken, ist auch noch kein Grund dafür, auf diesen Luxus zu verzichten, einen Ghostwriter zu benutzen. Ja. Was? So, weißt du? Also ja, warum soll ich das glauben? Weißt du, bei Joe Budden, glaube ich, oder bei einem Eminem da, glaube ich, dass die den Anstand haben, die würden das nicht machen, weil es gegen ihre Ehre geht. So, weil wenn du rappende Memes hast, wo einfach irgendjemand sagt, oh, Fame hast du schon, geil, was können wir damit machen, was kannst du verkaufen, rap doch mal, ich rufe meine Homies an, die schreiben dir Texte und so weiter. Ja, bei diesem industriell gefertigtem Fast Food fällt ihr halt irgendwie das Vertrauen, dass die halt nicht jede Chemiescheiße in dein Essen reinhauen, die gerade für die praktisch ist. Also musst du eigentlich davon ausgehen, dass der Chemiescheiße drin ist, aka Ghostwriting. So. Es gibt so einen richtig, richtig geilen Manuelsen-Schnipsel aus deinem Interview. Mit dem Burger. Wo der Musik mit Burger vergleicht und er sagt so, ey, okay, so, es gibt Burger King und McDonald's, jeder weiß das, jeder kennt das, jeder hat da mal gegessen, jeder findet das mal lecker auch. So, und keiner oder sehr wenige würden jetzt auf die Straße gehen und sagen, ey, schließ die Scheiße, mach das zu, das ist der Teufel, geh niemals dahin und so. Ja, man, jeder weiß, man sollte da eigentlich nicht hingehen und das ist natürlich kein gesundes Essen ist, aber manchmal hast du auch Bock darauf. Und wenn du Bock halt auf geile Sachen hast, dann hör dir Kendrick Lamar an. So, wenn du Bock auf Anstrengungen hast in deinem Kopf, dass du gefördert und gefordert wirst, so im Rap, dann hör dir J. Cole und Kendrick an. So. Wenn du einfach nur Bock hast auf Turn-Up und auf Behinderung, so, dann hör dir halt Migos an oder Bad Baby. Ist ja auch cool. Also. Ja. Weißt du, wer übrigens die gleiche Metapher mit den Burgern auch gebracht hat? Eminem? Keine Ahnung. Echt? In The Ringer ist da drin. Krass. Er hat so gesagt, wenn du zu Burger King gehst, erwartest du einen Whopper. Wenn du zu McDonald's gehst, dann bist du ein Quarter Pounder und bei mir bekommst du ein Steak und tu doch nicht so, als hättest du was anderes bekommen, als du bestellt hast. Dieses ganze Ding fand ich sehr lustig, weil es hat wahrscheinlich weder Manuelsen noch Eminem erfunden, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hat es auch Manuelsen erfunden, auf jeden Fall findet es sich in The Ringer. Alrighty, an der Stelle auch nochmal Shoutout an Emmanuel Brown auf Instagram. Der hat mir nämlich eine Nachricht geschickt und wollte euch mal fragen, also erstmal schickt er euch liebe Grüße und wollte mal fragen, ob der Hype von 6ix9ine bald absterben wird, weil er den Markt mit Musik gefühlt überflutet oder nicht. Wie seht ihr das? Oh, ich finde gar nicht, dass er den Markt überflutet. Ich finde, er geht sogar sehr gemäßigt mit seiner Musik um. Mhm. Also er sagt ja mal 9 out of 9, so Billboard. Dicker, du bist 2 Jahre heiß, du hast nur 9 Songs so mäßig draußen, plus halt das Mixtape. Ich sehe das Problem eher da drin, dass ich finde nicht, dass er ein nicer musikalischer Rapper ist mit einem Gefühl dafür, was er eigentlich da auf dem Song gerade macht. Also ich habe das Gefühl, so ja, der funktioniert halt gerade und er denkt sich so, ja, nice, irgendwie funktioniert das, ich mach das jetzt einfach er mal. Er hat bisher nur einen Trick, also ich bin ein Fan von seiner Musik und kann mir davon auch ganz viel anhören, glaube auch nicht, dass der Hype abstirbt, erstens, weil er halt so ein Film ist, ja, um das jetzt nochmal positiv auch zu nennen. Mhm. Und zweitens, also ich kann mir auch noch 50 Songs davon anhören, aber man muss natürlich schon sagen, bisher ist das Arsenal noch etwas limitiert. Er macht immer den gleichen Move, weißt du? So. Genau. Ja, oder? Er hat auch jetzt diesen einen komischen Latino-Dings da gedroppt, diesen, wie Mois gesagt hat, dieses Soft-Porno-Video da. Alter, was ist das? Und er kann auch noch singen neben Schreien, das muss man natürlich sagen. Okay, sind es von mir aus 2 Tricks. Ja, das aber reicht bei manchen so auch für eine lange Karriere, 2 Tricks. Absolut. Von daher, ja, genau. Mhm. So, dann ist die Akte geschlossen. Hast du recht? Was ich mir noch angeguckt habe, um mich hier selbst in Frage zu stellen. Man kann ja auch immer sein Fantum etwas hinterfragen. Ja. Ne? Ich habe mir noch die The Game-Sachen angezogen. Reingezogen. Selbst eine zweifelhafte Persönlichkeit, meiner Meinung nach, um nochmal Fans auf die Füße zu treten. Aber Game ist übrigens auch einer in Deutschland, der super krasses Standing in Deutschland in gegenüber USA. Den ich auch gerne mal kritisiert habe, aber seine Songs auch immer gerne gehört. Und
der hat sehr auf eine sehr souveräne Art ja Abi-mäßig dem Tekashi 69 die Ohren lang gezogen, so auf Instagram, und hat dabei diese Dinger gepostet, wo er meinte, hier, guck mal, vor 3 Jahren kein Gesichtstattoo, du warst noch ein Crip und wolltest noch so und so machen, bla bla bla. Dann hast du irgendwelche Jungs kennengelernt von den Bloods und die haben gesagt, pass auf, wir sind jetzt dein Rücken, wir machen so, jetzt hast du bunte Haare, bist zugescheppert, gibst einen Fick auf alles. Ich, so, weißt du, lässt sich im schlimmsten Fall vielleicht auch noch die Texte noch von sonst wem schreiben und sonst was, ziehst einfach diese Rolle so komplett durch. What the fuck, was ist das? Und warum soll das schlecht sein? Weil das kann man jetzt ja sagen, ja und? Also ja, Rapper sind vielleicht auch nur Schauspieler, spielen eine Rolle im echten Leben. Ja, ist doch okay, Alter. Aber was er dann auch noch dazu sagt, und da würde ich ihm wieder zustimmen, dem Game Abi, ist, dass er so meinte, ja, aber andere Leute ziehen sich das dann rein. Und sehen wir diesen Lifestyle, den du da verkörperst und abfeierst, den du vielleicht in echt gar nicht lebst oder von dem du vielleicht gar keine Ahnung hast, weil das nur Schauspielerei ist. Ja. Die denken halt, dieser Film wäre Realität, machen danach, weißt du, wenn du stirb langsam oder wenn du, besseres Beispiel als Scarface. Das haben schon viele versucht, Scarface nachzuleben, sehr weißt du? Viele, ja. Aber im echten Leben wäre Tony Montana nach 3,5 Filmminuten gestorben. In der ersten Situation, wo er alles auf eine Karte gesetzt hat, weißt du? Du wirst nicht besonders alt damit. Es ist ein Film. Abgesehen davon, dass der Typ am Ende völlig im Arsch ist und jeder das Ende ausblendet von dem Film, es ist ein Film. Ich verstehe das vergessen dich, ja. Schon alle. Eigentlich ist Sosa der King in Scarface und nicht Tony. Auch schon ein paar Rapper drauf gekommen. Ja, genau. So weit sind auch schon manche gekommen. Ja. Ist trotzdem ein geiler auch Film. Auch Sosa wird irgendwann man guckt im Brunnen immer wieder, man macht immer wieder den Fehler, ne? Du guckst dir das an, du bist schon ein alter Sack wie ich und denkst wieder, kacke mal, ich sitze hier schon wieder mit einer Kalaschnikow und 3 Kilo Koks, Alter. Ich hätte diesen Film nicht gucken sollen. Nee, aber das ist so das Ding. Deshalb ist das natürlich nicht, weiß ich nicht, Mann. Ja, kann sich ja jeder reinziehen, aber... Ich bin Anti-McDonalds. Fassen wir so zusammen. Okay. Ja, in dem Sinne an der Stelle, Freunde, ihr könnt mir gerne schreiben auf Instagram für die nächste Folge und vielleicht greifen wir dann auch eure Frage oder euren Kommentar beim nächsten Mal auf. Yes. An der Stelle kommen wir mal zum letzten Thema vorerst für heute und zwar der Twitter-Grind von Genetik aktuell. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Was ist da los? Sehr gute Frage. Ich bin nur noch selten. Ich bin ja grindig. Da ist grind los, auf jeden Fall. Ich bin nur noch selten auf Twitter, muss ich sagen. Mhm. Vielmehr auf Instagram so. Ja. Aber wenn ich dann mal da bin, so, dann ist mein Feed auch voll von Genetik-Sachen. Und das ist manchmal echt krass, Alter. Also manche Tweets sind richtig krass. So, sowohl positiv als auch negativ krass. Okay. Oder einfach nur fragwürdig so. Hast du ein Highlight oder Lieblingstweet oder so? Ja, es gibt vieles Zeug, es gibt vieles Zeug, was ich halt zu aufgesetzt finde, so dieses, ihr seid alle Genies und ihr seid alle krass und so, halt dieses Kanye West Tweet Sample-mäßige. Insgesamt hat das alles sehr viel von Kanye West. Ne? Ich meine, die reposten ja auch sehr oft Kanye West, von daher ist das jetzt vielleicht auch... Also glaubst du schon, dass die Inspiration so ein bisschen von ihm... Habe ich so das Gefühl. Ich meine, die sind jetzt nicht mehr... Die haben ihre Karriere begonnen, sind so bekannt geworden bei Selfmade und dann gab es die Selfmade-Maschinerie, die in dem Deutschrap-Promophasen-Zeitalter halt eben sehr erfolgreich war, ne? Oder das geprägt hat, dieses Label. Bababam, so, jetzt machen die halt, sind sie da halt eben nicht mehr, müssen gucken, wie sie ihre Musik am Mann bringen und was macht man jetzt so. Und da halt auf andere zu gucken, die haben einen sehr künstlerischen Anspruch, also an wem kann man sich orientieren in den USA? A$AP Rocky. Kanye West, so. Was macht Kanye West, wenn ein Album näher kommt? Er setzt seine Tabletten ab, taucht in eine manische Phase ein, die ihn zu genialer Musik verleitet, seine Superpower, und gleichzeitig dazu, gequälte Scheiße auf Twitter abzulassen, die aber safe dafür sorgt, dass alle Leute über ihn reden. Und so ein bisschen so ähnlich sieht das so aus, ohne dass da Tabletten abgesetzt wurden, als würde jemand, der eigentlich nicht manisch-depressiv ist, jetzt so ein bisschen eine Seite aus dem Playbook von... Eine manische Depression simulieren. So. Mit sehr vielen Ausrufezeichen. Es sind mir zu viele Ausrufezeichen, muss ich sagen. Ein Highlight, ein positives, kann ich ja mal raussuchen. Also wie gesagt, da blitzen immer wieder auch so wirklich positive Gedankengänge auf. Ist so, die sind nur eingebettet in sehr viel abstrusem Zeug, so was halt die Aufmerksamkeit erstmal auf die interessanten Gedankengänge. Ja, und auch alleine dieser soll. Stil mit den 150, so zum Beispiel den einen, den ich gesagt habe, ich höre nur Fließbandmusik überall, _ Arm in Caps Lock, 5 Ausrufezeichen. Das ist der Big Sean Flow, dieser Hashtag. Das ist der Donald Trump Flow. Ja, stimmt. Sad. So, das war mir zu Donald Trumpig und ehrlich gesagt insgesamt ein bisschen zu kindisch auch teilweise formuliert.
Weil, weil ich war ein bisschen so, fand ich, also sorry, ich will nicht beleidigend werden, aber das war ein bisschen so, als hätten sie ihre 13-jährigen Praktikantin ihre Philosophie erklärt und die würde, weißt du, ich finde, das passt einfach in diesen Ausrufezeichen 100-Zeichen-Style, passt das irgendwie nicht so ganz rein, wobei gleichzeitig da auf jeden Fall schlaue Gedanken drin sind. Ich habe die, ja, so, als ich die einmal interviewt habe und da kennengelernt habe, also habe ich eine Menge auch hinter der Kamera Erinnerung an eine Menge sehr interessante, gute Gespräche. Mhm. Die Stimmung kippte, als es um Fußball ging. Aber solange wir nicht noch mal über Fußball reden müssen. Sind die Schalke-Fans oder was? Bayern. Aber so, oha, richtig, Alter, so richtig mit Argumenten. Echt? Also krass, nicht so mit, ja, ich weiß, ich bin ein Hund. Sondern ja, so richtig mit Überzeugung und Argumenten, ja, und so weiter. Ja. Aber es ist auch in Süddeutschland, das ist ja auch, ja, stimmt, ne, wenn einer sagt, ich komme aus Bayern, ist ja okay, klar. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Egal, lass uns nicht darüber reden. Ja, du wolltest noch Anita, deine Lieblingstweets sagen. Tweets, eure Highlights. Ja, ein Highlight war für mich, das haben die am 9. September getweetet. Ich würde übrigens gerne auch wissen, wer das tweetet, ob das Caruso oder Sick ist oder ich vielleicht auch jemand ganz anders, weil die, ja, sind ja auch größer als nur die zwei. Ja. Ihr lasst euch von Playlisten sagen, was ihr hört. Also ich mache es jetzt so hörbuchmäßig. Seid ihr behindert? Gäbe es eine Welle von guter neuer Musik, würdet ihr es also nur peilen, wenn es playlistenkonform ist? Kann man als Kunstfaschismus bezeichnen. Was meinen die damit? Ja, der Tweet war schon in Ordnung. Der ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen so dramatisch formuliert. Ja. Man könnte auch einfach nur sagen, yo, die Industrie wird gerade nicht mehr beherrscht von YouTube oder Meinungsmachern oder MySpace, Facebook und so weiter, sondern halt von Spotify. Oder in der Plattenkiste-Ding. So. Genau, oder eine Plattenfirma, also selbst Plattenfirmen, weißt du, so läuft der Schweiß gerade den Rücken runter, so, weil Spotify langsam Artists signed. Mhm. So, und das ist natürlich sehr gefährlich, da haben wir sehr oft auch drüber gesprochen. Klar, wenn ein Song halt nicht playlistenkonform ist, vielleicht stammt das auch aus der Frustration von Genetik aus selbst, weil die machen jetzt nicht gerade den Sound, der in der Shisha-Club-Playlist dann landet. Mhm, kann sein. Weißt du, ja, so? Und aber ich glaube auch, dass die nicht reine Opportunisten sind. Die sind schon auch Überzeugungstäter, das, ja, glaube, ja, ich voll, denen schon, genau, auch. Also es muss ja, es kann eine Reaktion gewesen sein auf, wie, unser Song ist nicht in der Playlist. Nee, nee, aber, nicht aus Mittel zum Zweck, sondern, ja, die fühlen das auch, was die da sagen. Also, da haben sie ja recht, okay, das stimmt dann. Weil, ja, erst dachte ich es so, ja, Digga, aber es gibt doch immer irgendwelche Gatekeeper oder sonst was. Sei das der Typ im Plattenladen, der jetzt was empfiehlt, oder der Musikkritiker da oder das Label, und heute sind halt, ja, Playlists wichtig. Aber bei Playlists hat halt so im Streaming Spotify einfach so eine krasse Stellung, die schon fast ein Monopol ist, und das ist halt immer gefährlich. Ja. Weil das heißt dann halt eben auch im Endeffekt, wenn es dann nur noch, weißt du, 1, 2, 3 Deutschrap-Playlists gibt, die relevant sind, die Leute, die, ja, die bestücken, oder der Algorithmus, der die bestückt, der hat halt alles in der Hand und entscheidet über alles. Und wenn dann es vielleicht noch Leute gibt, wo der gerade sagt, seid ihr behindert und so, die irgendwie sich nicht selbst, die, ne, wie immer, man sollte vielleicht auch selber denken und mal über den Tellerrand schauen und so, wenn Leute das dann nicht tun, sondern einfach nur, ja, ich hab was in der Playlist ist und der Rest juckt mich auch nicht, wäre es gut, wäre es ja wahrscheinlich drin. Ja, kannst du machen, aber mag sein, dass das dann Playlist-Faschismus wird, ja. Es ist halt in dem Sinne noch ein Ticken besser als Radio, dass du ja eigentlich aussuchen könntest, welche Playlist, und du kannst ja sogar auf Streaming dir aussuchen, welchen fucking Song du hören möchtest. Mhm. Weißt du, so, das kannst du ja im Radio nicht machen, und Radio hat auch lange Zeit die Musikindustrie beherrscht, so, sowohl in den USA als auch hier war das ein großer Player. Nicht für Monopolstellung, hier, aber, genau, nicht für, ja, Deutschrap, aber generell für die Musikindustrie, ja, war das halt ein großer Faktor, so. Und Radio ist ja viel schlimmer, Dicker. Da ist ja fast nur Algorithmus. Und da wird auch senderübergreifend der gleiche Algorithmus draufgesetzt und alles. Und da wird, weißt du, so, da kannst du als Hörer ja gar nicht mehr wegskippen oder eine andere Playlist anmachen oder deine eigene Playlist machen, sondern bist du ja echt nur noch darauf, ja, angewiesen, stimmt, diese lineare Scheiße dir reinzuziehen oder auszumachen. Von, ja, daher, das tiefer in das Thema Gedanke vom Monopol geht. Aber das, ja, zeigt ja jetzt schon, dass so hinter diesen Dingern, wo man sich erstmal denkt, warum so viele Ausrufezeichen, ja, schlaue Sachen dahinter stehen, weil, ja, das sehr schlaue Jungs sind. So, ja, ja. Sympathische und schlaue Jungs. Ja. Ich würde einfach sagen, das muss ich nicht mehr erklären, weil das habe ich ja heute schon vorher gesagt, genauso wie ich das ja immer sage. Mein Lieblingstweet wäre dann, Hip-Hop ist genauso. Was ist das? Bohrt da jemand? Keine, ja, Ahnung. Bohrt jemand, ne? Kein Plan. Interessant, was hier alles abgeht. Ja. Hip-Hop ist genauso industriell wie Pop. Wir haben mal alle angefangen, um dem was entgegenzusetzen. Jetzt kollektiv in die eigene Trap gefallen. Das, ja, klingt, ja, natürlich, stimmt, das hätte ja fast von mir sein können. Ja. Nein, nicht ganz. Ich weiß nicht, es wurde, glaube ich, nicht bewusst Hip-Hop gegründet.
um der Industrie was entgegenzusetzen, aber es war genau. So ein bisschen der Spielplatz der Ausgeschlossenen, die in den Club nicht reinkamen und ihre eigene Blockparty geschmissen haben, ja, bis plötzlich alle auf diese Blockparty wollten und jetzt tatsächlich etwas Gefahr laufen, selbst zur Großraumdisco zu werden. Und das wird dazu führen, dass jemand anders eine Blockparty aufmacht und dann ist unsere Party vorbei. Dementsprechend hört auf Caruso oder Sick oder die 13-jährige Praktikantin, wer auch immer diese Dinger schreibt. Ja. Sie haben recht. Alright. In dem Sinne ist jetzt Zeit für Wer hat die Hitze? Das Segment in unserer Sendung, in der ihr die heißesten Acts mit Temperatur bewertet. Das habe ich mit Kamikaze versucht, ne? Let's go. Wer will anfangen? Willst du anfangen? Soll ich mit Kamikaze kurz sagen, was ich kann mit jemandem anfangen, damit nicht die ganze Zeit Eminem ist. Okay, dann fangen wir mal an. Mal komplett anderes. Er hat, glaube ich, keinen einzigen Berührungspunkt mit Eminem, und zwar Kurdo. Oha. Kurdo kommt zurück mit dem neuen Album 11. Stock Sound 2. Was ich interessant finde, so in diesem Sound, der gerade abgeht, er hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, weißt du was, ich mache genau das Gegenteil von dem, was halt gerade Trend ist. Passt vielleicht auch ganz gut gerade jetzt, wo Herbst, Winter anfängt. Also wenn jetzt die erste Single kommt, denke ich, kommt halt so in zweieinhalb Monaten das Album, so dann bist du im Winter, kalte Dings. Warum kommt das Album denn schon wieder im Winter? Ich gebe ihm 2500 Grad, hat halt gerade angefangen, die erste Single, Wehlu, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, Alter. Keine Ahnung, ist arabisch, kurdisch, kein Plan. Aber cooles Video, so ist halt wirklich ein sehr straightes Street-Rap-Ding. Sehr nüchtern, sehr unspektakulär, aber so, es befriedigt halt den alten Street-Rap-Hörer, der keine Ansprüche hatte an Musikalität und Autotune. Weißt du, was ich meine? So, es ist halt so sehr simpel, aber das ist nice. Finde ich gut, ja. Finde ich gut, Sachen. Okay. Kein Anspruch, kein musikalischer Anspruch, finde ich super. So war das jetzt nicht gemeint. Ja, um das dann mal hinter uns zu bringen, ich dachte, ich nenne das als erstes. Also ich hatte vorhin ja schon gesagt, Eminem, welche Songs ich da gut fand, und ich habe das so ein bisschen durchgeguckt, dann, weil ich mich nochmal gefragt habe, ne, weil ich habe halt auch Kollegen, die feiern dann das Eminem-Album, und dann, klar, also du sagst halt, ja, aber ich fühle das nicht als Eminem-Fan und so weiter, aber ich nochmal wieder gedacht, okay, vielleicht sollte man mal versuchen, mit so einer Art Bewertungssheet, objektivierbar, wie als Wissenschaftler da dran zu gehen. Mhm. Und habe versucht, es mal meine Grad runterzubrechen, ja. Ich habe dem Ganzen für Inhalt, Kategorie 1, 3500 Grad gegeben. Ich bin alleine durch dieses Thema. Ich habe sogar noch mehr gegeben, fast. Okay, ich habe es 3500 gegeben. Mhm. Ich fand, also, mir fiel jetzt auch nicht mehr so viel ein, was denn richtig hängen geblieben war nach fünfmal Hören, außer diesem ganzen, ich reagiere auf die Kritiker und meine Musik und hast du nicht gesehen, Dings, deshalb habe ich vielleicht nicht noch mehr gegeben. Aber die anderen Songs haben auch noch mal andere Themen gehabt. Also, ja, vielleicht war da auch noch was. Okay, also jetzt, was ist ich, Good Guy, Nice Guy, da ging es ja jetzt nicht um Rap-Karriere, oder? Mhm. Selbst das, ja. Whatever. 3500 habe ich jetzt halt gegeben. Jetzt ist es so, für Innovation und Eigenständigkeit, das habe ich mal in einem zusammengefasst, habe ich nochmal 3500 Grad gegeben. Ich fand, es war keine Neuerfindung von Eminem, aber nach wie vor, niemand sonst hätte dieses Album machen können, außer er. So, also eigenständig ist er krass. Ja. Für den Schwierigkeitsgrad gebe ich mal ganze 6700 Grad. Rap-technisch. Jo. Okay. Ja, die Beats sind auch sehr stabil. Also ich habe das jetzt nicht so getrennt nach Beats und bla, aber das vor allem kommen diese Grad halt durch Dings, ne? Ja. So, die Beats sind sehr nice, finde ich. So, und die, oder nice und rap-technisch muss das erstmal einer nachmachen. Ja, ja, klar. Musikalität 3000 Grad. Finde ich nicht so total ausfallmäßig wie du-mäßig, aber trotzdem nur 3000 gegeben. Für den Vibe habe ich ihm die Flair-Kategorie, die sehr wichtig ist und in Deutschland sehr oft vergessen wurde, wo Flair recht hat. Ja, insgesamt habe ich das zusammengezählt, habe das dann durchgeteilt und dies, das und kam auf, exakt wissenschaftlich festgestellt, dieses Album hat, pass auf, Trommelwirbel, 4140 Grad. Hättet ihr mich vorher gefragt, hättet ihr euch den ganzen Beef sparen können, liebe Rap-Journalisten. 4100 ist so. Ist auch gar nicht so viel. Ich hätte ihm normal aus dem Stegreif 5000 gegeben. Ich weiß nicht, ob das mit der Wissenschaft jetzt besser ist, weil ich hätte gesagt, ja, es ist ein gutes Album meiner Meinung nach, skillsmäßig, das muss man mal natürlich rein in die Rechnung zählen. Ich finde, bla. Wir müssen das fast jetzt nicht nochmal aufmachen. Wie viel würdest du Machine Gun Kelly geben? Ich würde gerne noch zusätzlich dem Battle an sich 5000 Grad geben. Aber ja, cool. Dem Machine Gun Kelly an sich für das Album, das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Kurze Zwischenfrage, hat sich jemand von euch die EP von ihm angehört? Von Machine Gun Kelly, ja. Die kommt doch jetzt, hä? Wood kommt gedroppt? Die? Wann kam war die schon. Gestern Machine oder Gun oder Kelly kam doch schon. Okay, Binge EP? Binge. Habe ich mich angeguckt. Ja, genau, Binge kam, ja, war ganz nice. Ich bin nie großer Fan von ihm als Musiker, muss ich an der Stelle auch sagen. Ich habe immer mal wieder was von ihm gehört, viel mehr nicht, aber Binge war auch, ich habe es jetzt nicht mit reingenommen hier auch. Also Rap Devil ist so mit sein größter Hit eigentlich, ne?
seiner Karriere, würde ich so fast sagen. Ich kann dir jetzt nicht seine größten Hits sagen, aber es ist auf jeden Fall sein Moment im Spotlight so ein bisschen. Aber der hat noch, also da kann man schon mal reingucken in seinen Backkatalog, da wird man schon noch ein paar Sachen finden. Er ist so, er wird halt dafür auch in die Geschichtsbücher eingehen, dass er den großen Eminem eine Backpfeife gegeben hat und dann halt nicht tot aus dem Battle, aus dem Ring gestiegen ist. So. Ja, ist jeder so. Andere davor, Alter, der ist lag so dann eine Runde mit Mike Tyson überstanden. Ja, genau. So. Ja. Ja. Okay, möchtest du weitermachen? Ja, Mann. Ich gehe wieder zu Deutschrap rüber und ich gebe Kalim 3000 Grad. Kalim, neues Single, Offenes Verdeck. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das kam, glaube ich, am gleichen Tag wie mir Corazon auch raus. Aber ja, ich pumpe das immer wieder. Er verabschiedet sich jetzt immer deutlicher auch von diesem Boom-Bap-Style, wo er auch immer wieder betont in Instagram-Story und so, ey Leute, ich bin kein Boom-Bap-Rapper. Das war nur mein erstes Tape, was so Boom-Bap und traditionell war. Ich feiere schon auch diese modernen Sachen. Und der neue Song ist auch so hart modern produziert, mit dieser harten Stimme drauf, so ein bisschen Travis Scott-mäßige Anleihen drauf, also das ist schon sehr nah am Zeitgeist dran und ich glaube, sein Album kommt noch dieses Jahr, der hat ja jetzt bei Universal unterschrieben, ist nicht mehr bei AON und ich bin gespannt, Alter. Wie gesagt, 3000 Grad, der Sound hört sich extrem nice an, ich glaube, das könnte sein bestes Album werden, mit Leichtigkeit. Okay, ich habe noch zwei für die Eminem-Fans rausgesucht. Zum einen, wie heißt der? J.I.D., glaube ich, ne? J.I.D., der wird der wohl so ausgesprochen, wie er buchstabiert wird. Ja. 151 Rama ist der Song, glaube ich. Wenn ihr schnell einen Rap feiert auf einem spannenden Buch, können wir erstmal versuchen, würde ich 2800 Grad für geben. Dann Logic. Der hat übrigens, ich habe den letztens interviewt, letzte Woche oder so habe ich mit dem gesprochen. Oha. Sein Album ist so mit Executive Produce von Mac Miller. Cool. Ja, Mann, der kam halt immer ins Studio und meinte so, ey, ich würde das so machen und ich würde das so rummachen und so. Die waren voll gut befreundet. Der sollte mit dem auf Tour gehen jetzt. Also auf Mac Miller Tour, die jetzt natürlich nicht stattfindet. Krass. Song kann man hören. Logic, Everybody Dies, cooles 90er Revival, hat mich so ein bisschen an Long Arm of the Law von Loop Troop erinnert. Kennst du den noch? Nee. Digga, da wurdest du gerade geboren in dem Jahr, glaube ich. Wahrscheinlich. Dann einen noch für dich, den feierst du bestimmt voll. Swiss Beats und Lil Wayne, Pistol on My Side, 2800 Grad. Du bist großer Swiss Beats Fan, habe ich gehört. Oh my God, Motherfucker, Boah, das ist der nervigste Produzent ever. Stimmt schon, der macht auch ein Stück weit immer den gleichen Beat. Das ist ein bisschen auch alles ein durchschnittlicher Weezy auch, aber es ist trotzdem macht es Bock auf mehr. Ich habe lange nicht mehr Swiss Beats gehört, habe ich das Gefühl. Und man hat viel zu lange nicht Lil Wayne gehört. Und ja, macht Bock auf mehr. Also 2800 gebe ich. Vielleicht, ich höre mir das mal an. Vielleicht ist das fresh heutzutage wieder mal so Swiss Beats Beats zu hören. Es kommt auch cool. Er ist, wie du schon gesagt hast, hat er ein extremes Alleinstellungsmerkmal. Niemand macht so Beats wie er. Ja. Und das ist schon irgendwie lustig. Und der hat ja auch Hits, Alter, die wir auch alle gefeiert haben. Ja, so Rough Riders Anthem und so. Ja, also kann man nicht. Ja. Soll ich noch mehr raushauen? Ich habe hier sehr Messi-mäßig das Gefühl. Ja, gerne, gerne. Nicht wie Messi der Fußballer, sondern Messi wie der Typ, der nie was wegwerfen kann. Ja, hauen wir noch einen raus. Noch einen? Okay. Ja. Lil Baby und Gunna, Drip Too Hard, 3500 Grad. Mhm. Okay, ja, meine 3500 gehen an Wasel. Braucht man, glaube ich, jetzt nicht mehr den viel zu sagen. Wie viel gibst du dem? 3,5? Ja. Mit Jesus? Ja, was? Ja. Neues Single mit Jesus. War halt sehr hartes Single, weniger melodisch. Ich wollte ihm 4200 Grad geben, Digi. Na, ist okay, du bist hier sehr ungerade unterwegs. Also so. Ja, ich werde, da merkt man, dass ich mir richtig Gedanken gemacht habe und da Wissenschaft dahinter steckt. Mit einer Skala so. Ja. Wie viel Grad hast du gegeben? 4000. Ich habe 3500 gegeben. Okay. Und ich 4,2. Ja. Also ich finde den Song krass. Props an Wasted Art. Wie viel Grad ist krass? Ja, ich bin ja jetzt nicht hier, um Grad zu verteilen. Ne? Okay. Das ist ja eigentlich euer Job. Aber ich hätte, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr gegeben. Okay, ja, kann man machen. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob kommt sein Album dieses Jahr? Ist das angekündigt für dieses Jahr? Wenn das kommt, dann wird das, glaube ich, auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden bei Album des Jahres. Ein Highlight des Jahres, ja. Ja, so Album des Jahres mäßig wird das, glaube ich, da mitschwirren. Wie letztes Jahr übrigens auch schon, ne? Wie hieß das letzte Album? Mann, ich vergesse das mal. Ich weiß es nicht mehr. Hitman, glaube ich. War auch ein krasses Ding. Yes. Okay. So, ich muss mal drei machen und du einen. Da hast du auch so super viele. Ich habe jetzt noch vier Leute. Bruder, ja. Da mache ich immer drei. Okay. Einmal, kennst du Partisan Fontaine? Kenne ich nicht. Hat aber einen geilen Song mit Cardi B, der ist Breaking It Up und bekommt 3500 Grad. Kennst du? Cool, nee. Musst du checken. Achso, Party. Das war angeblich der Ghostwriter auch von Cardi. Partisan ist von Cardi, der Ghostwriter. Ist das der Party? P-A-R-D-I? P-A-R-D-I-S-O-N. Ja, das ist der. Fontaine.
Ah, das ist der Ghostwriter von Cardi B. Angeblich. Der hat halt zum Beispiel dieses Be Careful, Be das Careful. Schade, das weil ich ja Ghostwriting nicht mag, aber ist ein Backing It Up, ist ein nicer Track. Yeah. Von Young Thug habe ich mir mal On The Run rausgenommen und High. High ist der mit dem Elton John Rocketman Sample. Cool. Der sogar als Feature-Gast aufgedingst ist, weil die haben nicht wirklich was zusammen gemacht. Aber es gibt ja ein Foto von denen, weil Elton John hat mal gesagt, wie auch immer das passiert ist, dass er Young Thug feiert. Cool. Elton John ist ein geiler Typ, Mann. Ja. Ist ein offenohriger Typ, so weißt du? Ja. Also ich wollte On The Run 3500 Grad geben und High 4000 Grad. Das sind die On The Run EP ist gerade rausgekommen. Kann man sich auf jeden Fall geben. Mhm. High ist auch ein etwas älterer Track schon, aber sehr nice und keine Ahnung. Ja, nice. Und dann noch kennst du Don't Q, den kannte ich auch noch nicht wirklich. Mhm. Ja, kennst du? Mhm. Von dem mit A Boogie With A Hoodie und 50 Cent Yeah Yeah habe ich sehr gefeiert, trotz meiner R&B-A-Version. Das cool. ist eigentlich die... Warum macht A Boogie den R&B oder was? Ja, und 50 Cent singt dann auch noch ein bisschen wie 50 Cent singt, das cool. mag ich ja sowieso. Und dem gebe ich 4300 Grad, finde ich richtig geil, den Song. Insomnia mit Moneybagg Yo von Don Q finde ich auch nice. Auf Dawn Season 2 findet man das alles. Achso, und dann gebe ich noch einen letzten, dann darfst du wieder. Lil Uzi Vert, New Patek gebe ich nur 2500 Grad. Ja. Aber, finde ich gar nicht mal so nice. Aber ich habe das gelesen bei Fader oder sowas, die Songstruktur des Jahres. Zwinker, zwinker. Ich so, hä, what the fuck, guck mir die Songstruktur an. Ich sage mal kurz, wie der Song aufgebaut ist. Intro, Refrain, dann kommt eine Art zweiter Refrain. Erste Strophe, Refrain 1, Refrain 2, Bridge. Refrain 1, zweite Strophe, dann direkt die dritte Strophe. Der erste Refrain, dann Bridge, dann der zweite Refrain, die vierte Strophe und dann ein Outro. AKA, what the fuck. Also wenn man sich für Songstrukturen und Aufbau interessiert, kann man sich das vielleicht angucken und drüber nachdenken, ob das interessant ist. Das ist New Patek. Wie lang geht denn der Song? 5 Minuten oder so? Keine Echt? Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob der so todeslang ist, aber er hat einfach einen sehr komischen, also ist ja auch, cool. das sind so gesungene Versatzstücke, die du irgendwie dann zusammen arrangierst. Lil Uzi weiß das vielleicht selber nicht, wie der so arrangiert ist, weil das halt vielleicht eher der Producer gemacht hat. Oder? Ja. 6 Minuten, weiß ich. Dann baut man das halt so zusammen, ne? Da nimmt man nochmal die Stelle und nochmal die, kann man ja machen. Eher wie bei so elektronischer, also bei so Musik. Extrem geiler Künstler, finde ich. So ein mega spannender Typ. So. Ist er bei dir auch dabei? Nee, aber ich habe die Single auch gefeiert und der hat jetzt letztens übrigens auch eine EP gedroppt. Einfach so, ohne Ankündigung, ohne alles, unter seinem bürgerlichen Namen. Echt? Samir Woods oder so. Gibt es auf Spotify, kann man sich reinziehen. Einfach so 6, 7 Tracks oder so, 6 Tracks. Hast du, Dingens hat doch auch was gedroppt, was nicht auf Spotify ist. Da muss ich mal wieder auf Dead Piff gehen, als der 2008. Joel Santana oder was? Nein, von TDE. Wer ist noch alles bei TDE? Ich komme nicht auf den Namen. Mein Gott. Sir, Reason, Isaiah Rashad, J-Rock, Absol, Schoolboy Q, Kendrick Lamar. Glaube ich. Gibt es noch jemanden? Okay, und vergiss es. Ich liefere das gleich nach, wenn ich wieder weiß, wen ich eigentlich meinte. Vielleicht könntest du in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst. Ah, es gibt noch so einen Skywalker oder so heißt wer was gedroppt hat, was es nicht auf Spotify gibt. Vielleicht ist er auch nicht von TDE und ich bin gerade nur verwirrt. Ich hatte noch einen Bossman JD nachzuliefern. Walking Through the Rain fand ich nice. Bossman JD, klingt wie Kodak Black, kriegt aber 3500 Grad. Und Young Dolph bei Mistake kriegt 3500 Grad. Cool, Young Dolph ist nice, ja. Und Splurge bekommt mit No Case 3000 Grad für die Baseline. Gebt euch mal Splurge. Und jetzt kommen wir zu 6ix9ine. Hast du den eigentlich dabei? Nee. Ich habe zweimal 6ix9ine, einmal mit Farid und einmal mit Uncle Murder. Nee, ich fand, darüber könnten wir eine Sendung lang diskutieren. Fand ich beides Totalausfall. Diesmal. Echt? Ja. Uncle Murder ist ja der amerikanische Farid Bang, wie man weiß. Und ich finde das geil, dass 6ix9ine so lauter Tracks mit allen möglichen Leuten macht, wo ich es einfach interessant finde, mal zu hören, wie klingt eigentlich 6ix9ine mit 50 Cent, wie klingt 6ix9ine mit Farid Bang. Der klingt halt immer so, wie er immer klingt. Halt. Stimmt, ich kann mir das vielleicht auch selber zusammenbasteln mit ein bisschen Cubase-Skills. So, der Song ist auch ein bisschen zu sehr Posse-Track und klingt so, als wäre der 2004 auf einem G-Unit gewesen. Ja, voll. Übertrieben. Der Beat ist, den hat er aus einem Ordner, glaube ich, rausgeholt, der 2004 da auf dem Rechner lag. Einfach nur neue Drums drauf. Get the Strap. Ja. Aber ich fand es trotzdem interessant. Und Casanova war, glaube ich, der mit dem 6ix9ine mal Stress hatte, ne? Und deshalb war das dann interessant. Egal. Ja, und auch den von Farid Capo, 6ix9ine. Und wie heißt der Franzose? SCH. SCH. Ja. Der heißt Julian Schmidt. Aber so in Frankreich ist das voll der exotische Name. Der nennt sich sogar so, weil der ein SCH drin hat und so. Also auch da fand ich, ist es vielleicht ein bisschen zu viel Posse-Track. Vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich finde den Beat gut. Ich finde Farid darauf gut, ich finde Capo darauf gut, 6ix9ine stabil, der Franzose auch gut, also insgesamt ist das schon nice. So,
keine Ahnung. Ja, ich finde, und auch dazu noch ein Video zu machen, auch nochmal eine Leistung, dass es das auch noch gibt. Ich habe es in On Point gesagt, dass das Einzige, was ich sehe, wenn ich dieses Video sehe, ist Aufwand. Mhm. Alter, als ich dieses Video gesehen habe, ich habe Schweißausbrüche bekommen, so, weil ich jetzt aus nächster Nähe mit euch und also generell kriegst du mit, wie viel Aufwand es ist, jemanden auf einen Song zu packen, dann das zu machen, dann noch unter Zeitdruck da ein Video zu drehen, da ein Video zu drehen. Boah, dicker Kopf, ich will nicht wissen, was die da, Farid und Bilal Hadjic, der das Video gemacht hat, und Mozart und Ralle und was, wie die sich ihren Kopf gefickt haben, um dieses Ding so auf die Beine zu stellen. Weil Video in Ibiza, auf Ibiza mit, dann auf Ibiza mit 6ix9ine, ich weiß nicht, ob davor oder danach, dann in Düsseldorf mit 6ix9ine, dann beim Hype-Festival mit 6ix9ine, dann hier, boah, Alter. Es ist mindestens geschickt gemacht, das alles so, ich weiß auch nicht, wo die ganzen krass Teile dafür herkommen. So. Mhm. Gute Leistung. Ansonsten wollte ich hier noch Bad Baby mit YG für Juice 4800 Grad geben, hatte ich ja gesagt, dass ich die feiere. Die rappt tatsächlich nur 8 Bars auf den Song, aber ist gut. Sonst finde ich Counted und Famous noch ganz nice von dem Album. Okay. Denn ich habe auch noch ein paar, ne? Ja, okay, dann hauen wir durch, oder hast du? Nö, ich habe jetzt gleich noch Deutschrap und dann kommt mein Highlight. Also, ich gebe 3500 Grad an Reda Arruena. Der war letztens hier im Studio, hat was losgemacht mit Bruce. Ich feiere den extrem. Ich finde, der hat so eine Hardcore-einzigartige Stimme. Ich habe lange, lange nicht mehr so eine Stimme gehört mit so einem Charakter. So. Also, dass du direkt erkennst, dass das der Typ ist, so, weißt du? Der ist halt richtig wild, der hat übertrieben Bock, merkt man an seiner Stimme, merkt man an seiner Delivery, wie der auf Songs kommt, was der für Songs, was der für Beats pickt, wie der seine Hooks macht und so. Die neueste Single Avanti Avanti mit Cello, Abdi und Hannibal, weißt du, alle eigenständige, einzigartige Künstler. Er sticht immer noch heraus, vielleicht weil er der Jüngste ist, am hungrigsten ist und so weiter, aber das ist schon echt ein geiler Abriss-Song geworden. Das ist so ein Song, den du, wenn du den anmachst, so, oh shit, du legst alles weg, hörst auf zu arbeiten und feierst dann erstmal ab, so, weißt du? Auch alle vier geile Rapper einfach. Hani, Cello, Abdi und Reda Rowena auch. Also geil. Haben die wieder einen sehr, sehr talentierten Jungen da gefunden. Soll ich wieder zwei oder willst du noch einen? Ich kann gern noch einen machen. Das ist der dritte Platz bei mir dann. Und zwar gebe ich, boah, was ein Sprung jetzt auch von Reda Rowena zu Crow. Oha. Ja, Mann. Crow 4000 Grad. Hat jetzt ein eigenes Label gegründet bei Universal, True Works, nach 7 Jahren Chimperator, hat direkt eine erste Single gedroppt mit Trettmann zusammen. Die Single fand ich extrem gut, war vielleicht die beste Single diesen Monat überhaupt, okay. Deutschrap-mäßig. Fand ich eine sehr, sehr gute Kombination. Vielleicht die zwei Leute mit den zwei besten Rap-Alben letztes Jahr. Hatte der Song Inhalt eigentlich? Ich hatte bei dem Song, ich müsste es ja nicht besser wissen, ja, ich stimme dir ja voll zu damit, dass das letzte Crow-Album, habe ich auch gesagt, das war super. Ja. Ja. Und dass auch Trettmann hat ja bei uns auch einen Award gewonnen und so weiter. Mann. Crow auch. Ja. So, zwei der besten Alben, vielleicht die zwei besten und so weiter. Ja. Aber als der Song losging, vielleicht war das einfach wieder meine Pop-Aversion. Ich höre Crows Stimme und habe immer noch eingespeichert, der macht ja belanglose Popmusik. Aber auch nachdem ich den Song gehört habe, kam ich nicht darüber hinweg, dass es ein belangloser Song ist. Worum ging's denn da, Alter? Ja, stimmt. Also so super krass inhaltlicher Song war das jetzt nicht, aber es war so eine Art Bestandsaufnahme und ich fand's, ja klar, man kann mit einem inhaltlichen Song kommen, wenn man ein neues Label hat und ein neues Kapitel und so, das passt vielleicht noch ein Ticken besser, aber ich fand's auch wichtig, hier an der Stelle so ein Connect zu kommen, so mit Trettmann auf einem Crow-Song, also das war so der Move und der Sound auf einem Kitschkrieg-Beat und so, das war eher das Statement, was mit dem Song halt kam. Plus, es gibt eine Stelle am Anfang, da spricht er, glaube ich, da habe ich mich gefragt, ob Crow eine Tochter hat. Ob der das jetzt so gedroppt hat, geoutet hat auf dem Song. Er sagt, Nala kann schon reden, sie fragt, wo ich bin, ich sage immer noch bla bla. Ich erinnere mich, da hatte vorausgesetzt, er hat dann eine Tochter. Kann jetzt natürlich auch seine Nichte sein, weiß ich. Aber ja, so, normal. Ich weiß so das nicht, da bin ich nicht so drin. Genau, ich gebe dem Song noch eine Chance, wenn du es sagst. Ich werde es mir nochmal reiten. Vielleicht tue ich den Unrecht. So. Bist du jetzt auch schon bei Top 3? Nein. Oder? Okay, dann würde ich sagen, er macht eh durcheinander, glaube ich. Hauen, damit ihr okay, ich schau noch ein paar raus, damit wir weiterkommen. Okay, bevor ich hier Ärger kriege. Asimemo und Luciano, Check, 3000 Grad. Freshmaker mit Shadow 030, Instinct, 3500 Grad. Chata und Capital Bra, Zinedine, 3500 Grad gedribbelt. Kokain, 3800 Grad. Von Bones und Raff und Jesus, ihr wisst. Wasteland hatten wir schon. Ah, okay, dann Sirius Klein aus deiner Hometown, Bochum. Sirius Klein, englischsprachiger Rapper aus Bochum, Voodoo Money rausgehauen, dem gebe ich 5000 Grad für Video und Song. Ist echt aus Bochum, der Junge? Jo. Ja, und dann müssen wir connecten, macht aber halt englischsprachigen Rap. Ja, und ja, halt mal die Augen auf beim Einkaufen. Ihr müsstet euch ja irgendwann mal treffen. Ja, genau. Und ich würde behaupten, ich weiß nicht, eigentlich
was mir auf der Zunge liegt, ist zu sagen, der würde auch in den USA erste Liga spielen, rapmäßig. So, hör dir an, würde ich mal so behaupten. Ich habe letztens mit jemandem geredet aus den USA, der da so ein bisschen was zu sagen hat und so, und der meinte, boah, so aus Deutschland Leute, die englischsprachig machen, Alter, kannst du vergessen, es gibt ja eigentlich nur zwei, die es vielleicht, also die vielleicht hier auch authentisch funktionieren würden, und einer war der. Okay, ja, also normalerweise kannst du das auch komplett vergessen. Ja, und die ja, Zeiten, wo hier alle Englisch gerappt haben, sind ja auch lange vorbei. Das war so früher, wo man so Rap geliebt hat, aber Deutschrap nichts mit anfangen konnte, und dann hat man halt Englisch gerappt. Ja. Aber er rappt ja nicht Englisch wie so ein Typ aus Bochum, der auf Englisch zu rappen oder so, wenn ich das jetzt machen würde. Aber sondern du musstest schon wissen, dass der aus Bochum kommt. Du würdest halt denken, der chillt irgendwo in Kendrick Lamar's Hood. So oder so. Ja. Und es ist auf jeden Fall richtig gut. Ist auch ein Konzeptsong, und dementsprechend Message hat das auch und so. Und da werde ich mir noch ein bisschen mehr von dem reinziehen, und deshalb gebe ich hier auch 5000 Grad. Ja, jetzt habe ich nur noch einen, dann darfst du aber vorher nochmal. So, also mein Platz 2 ist vielleicht überraschend für einige, Kapitale Bra. Nicht für Sag Fuck zu Rassismus, obwohl das auch eine lustige, geile Sache war. Ich gebe Kapital 4500 Grad auch ohne Song. Also ich fand den Sinnedienst-Song gar nicht so stark, so findet bei mir gar nicht Erwähnung. Aber ich finde es nice, dass Kapital gerade als der Rapper, der quasi so auf Platz 1 ist, ich glaube, meisten Instagram-Follower von allen deutschen Rappern, 6-mal auf 1 gewesen dieses Jahr. Mhm. So, du kannst irgendwen draufpacken auf seinen Song, der geht auf 1. Wenn Sirius Klein Nummer 1 Song haben will, muss der Feature mit Kapital klar machen, weil das Ding geht auf 1 dann so. Musikalisch keine gute Kombi. Nein, überhaupt nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass er aus seiner Position quasi immer noch Bock hat und Hunger hat und ständig fast jeden Tag Snaps aus dem Studio macht mit allen möglichen Leuten, mit AZ, Suna, Miami, Yassin, Enno, Luciano, Olexesh. Ja. Der war mit all denen jetzt im Studio. Und natürlich, die Jungs haben auch Bock, die sehen, bei denen gegenseitig läuft, so bei jedem Einzelnen läuft. Warum nicht diese geilen Kombis machen? Die sind alle jung, weißt du, das ist auch wichtig, das passt halt so. Genau das, was du gerade gesagt hast, mit Sirius Klein wird das natürlich jetzt nicht passen. Aber die fahren einen ähnlichen Grind, so, die verstehen sich, die haben Spaß, du siehst das in den Snaps und so. Und das ist schon, also die Dynamik, die geht so ein bisschen von Kapital aus, beziehungsweise so, es ist diese Kapital-Aura, so dieses, ey, lass machen, so 5 Songs in einer Nacht. Manchmal snappen die so viele Songs, Alter, und du guckst bei Instagram-Story, das ist so vor 4 Stunden, vor 3 Stunden, vor 2 Stunden, vor 45 Minuten, vor 20 Minuten, das sind so 6 Songs, 6 Hook-Ideen, weißt du? Also ja, er hat immer eine ähnliche Stimmlage in seinen, wenn er so in diesen Sing-Sang-Modus geht, und ja, das ist schon alles sehr ähnlich und so, aber trotzdem, wie gesagt, so, du musst diesen Grind erstmal haben. Wir alle wissen, oder jeder in der Industrie oder der generell im Leben irgendwie mal eine Etappe schafft, der weiß, wenn du oben bist, ist es immer viel schwieriger, oben zu bleiben, als der Weg, den du nach oben gebraucht hattest. So. Und Kapi ist jetzt halt sehr weit oben, und jetzt gilt es halt, diesen Grind aufrecht zu erhalten und nicht locker zu lassen, und das macht der gerade halt so to the fullest. Die Frage ist, ob es irgendwann zu viel wird vielleicht, ob du den Markt übersättigst oder ob du zu viel mit zu vielen Leuten machst, aber jetzt, in diesem Moment, fand ich es einfach nice zu sehen, und es hat mir so sehr gefallen, so diese Dynamik zu sehen. Ich glaube, mit AK hat er sich auch getroffen, Millionär, also mit allen möglichen Leuten, die es. Okay, also bei ihm feierst du eher seinen Grind aktuell und nicht irgendeinen bestimmten Song. Genau, es gibt jetzt gerade keinen bestimmten Song oder so, also alle Hörproben, die er droppt, klingen halt wie Hits. Die klingen halt alle auch wie die Hits, die er schon hat, so, das muss man auch dazu sagen, aber die klingen was halt alle so, als würden die morgen auf 1 gehen. Genau, was ja auch nicht immer unbedingt störend sein muss, wenn man halt was feiert und noch nicht davon Overdose hat, dann keep it coming. So, deshalb sagen Fans ja immer, kannst du nicht mal davon Teil 2 machen, weil sie davon gerne noch mehr hätten. Genau. So. Ja, okay, rate meinen bestbewertetsten des Monats. Ich habe ja schon 150 Songs genannt. Alter. Es ist ein Album. Es ist ein Album diesen Monat? Yes, sir. Es ist nicht Asimemo, ne? Nein. Boah, gute Frage, Alter. Schwer zu sagen. Lupe Fiasco. Oh, wow, krass, echt? Drogas Wave, habe ich mir reingezogen. Crazy, Alter. Das ist auch crazy, das ist so ein heftiger, also er ist ein heftiger Storyteller, und das Album ist halt voll mit heftigen Stories. Ja. Hat über krassen Inhalt, so, womit du dich halt auseinandersetzen kannst, zuhören kannst. Es ist auch musikalisch krass produziert. Ist auch mal ein Skit, da wird einfach Geige gespielt für 1,5 Minuten, und das klingt so gar nicht nach, also niemand würde denken, dass das auf einem Rap-Album ist. Aber man kann es auch gleichzeitig einfach hören. Das ist so ein bisschen, wie ich das letztes Mal bei Mac Miller gesagt habe. Du kannst da die ganze Zeit voll zuhören, und da sind voll die Geschichten drin, wie er mit seinen Problemen umgehen will und so weiter. Du kannst das aber auch einfach im Hintergrund laufen lassen, und es wird niemanden von was anderem ablenken und so weiter. So. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum er nicht den Erfolg hat wie so ein Kendrick Lamar, weil das ein bisschen so auch die gleiche Schublade wieder ist. Ich als Journalist packe ja immer alle Rapper in Schubladen rein.
Vielleicht, weil es ein bisschen zu weit draußen ist. Zum Beispiel das Hauptkonzept von dem Album ist die Geschichte von Sklaven, afrikanischen Sklaven, die von einem Schiff geworfen werden, unter Wasser aber weiterleben und da eine Unterwassersklavenarmee von Untoten aufbauen und weitere Sklavenschiffe zum Versinken bringen. Das ist definitiv zu weit draußen, um den Erfolg zu haben. Ja, okay. Die Frage erübrigt sich. Und das ist das Hauptkonzept. Dann hat er noch einzelne Songkonzepte, wo er zum Beispiel aus der Sicht von Leuten, die erschossen wurden, rappt, wenn deren Leben weitergegangen wäre, die an Polizei durch Polizeigewalt und bla bla. Also es ist nur ein Aspekt von der ganzen Nummer. Also es ist richtig heftig und vielleicht dann auch zu verkopft. Ein bisschen weniger Konzept hätte es vielleicht auch getan. Weniger Länge hätte es vielleicht auch getan, weil das Album ist das wieder eins, ich weiß nicht, wie viele Songs das hat, so 36-mäßig, das hört nicht auf. Ja, das geht so eine Stunde aber, 40 oder so. Ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Album und auch Lupe Fiasco, ähnlich wie letztes Mal Mac Miller, auch nicht unbedingt einer, der bei mir ganz oben steht. Digga, warum habe ich überhaupt nicht Dings genannt, French Montana? Ich wollte gerade sagen, ich höre eigentlich nur so hirnlose Musik wie French Montana. Aber wo ist French Montana? Warte, ich könnte hier nicht French Montana seine Grad vorenthalten. Fuck, ich weiß nicht, wo der ist. Aber French Montana kriegt auf jeden Fall für seine aktuelle EP, wie heißen die Songs nochmal, weißt du das? Nee. Ich will ihm dafür sehr viele Grad geben. Für Track 1 und 2 und 3 nicht. 3 war nicht so, aber. French Montana, weißt du das aber, ja? Guck mal kurz, dann sagen wir es noch einmal und dann bin ich auch mit meinem durch. Also ja, Lupe Fiasco nicht unbedingt in meinem Beuteschema, aber kann ich auf jeden Fall. No Stylist? Genau, No Stylist, Killer. Der Song ist auf jeden Fall Hammer und wer ist der zweite drauf? Klickt man auf? Juice. Yes, Juice ist auch sehr nice. Nervous war okay. Also ich wollte No Stylist, was gebe ich dem denn? Was habe ich jetzt Lupe Fiasco gegeben? Ich gebe dem 5800 Grad. Wow. Crazy. Das ist auf jeden Fall das beste Cover des Monats. Mit Slick Rick? Ja, Mann. Krass. Ja, 200, weil natürlich jetzt irgendwie das Niveau nicht so hoch ist wie bei einem Lupe Fiasco oder einem Eminem. Aber weil einfach der Vibe ist halt so, es ist so viel Vibe, dass es das trotzdem auf 200 Grad an Lupe Fiasco dranbringt. Okay. Das ist dermaßen wissenschaftlich, allmannmäßiger kann man nicht über Rap reden als ich. Da möchte ich auch ein bisschen Excel-Tabellen werden rausgeholt. Wer ist dein Highlight? Also meine Nummer 1 diesen Monat geht an Rin. Ich gebe 5000 Grad an Rin, Alter, für seine Single Dior 2001, die ich jetzt, wie ich mich selber ertappt habe, wie ich das die ganze Zeit am Pumpen bin. Mhm. Und vielleicht muss ich mich an der Stelle auch ein bisschen korrigieren, was sein Tape angeht, wo wir vor ein paar Wochen noch im alten Setting saßen und ich ein bisschen so kritisiert habe. Der Song war nicht auf dem Tape und das Tape Planet Megatron ist lyrisch immer noch keine Offenbarung. So, manchmal muss ich immer noch schmunzeln und mir denken, so Dicker, eine Minute mehr nachdenken für die Zeile, hätte das Ding noch ein bisschen geiler gemacht. Aber ich muss echt sagen, so ich brauchte ein paar Wochen, aber die Produktionen auf dem Ding sind sehr, sehr mutig, sind sehr geil, so wie teilweise wie die Beatbreaks so drin sind. Das ist schon, das macht extrem Spaß. Ich muss mich ein bisschen drauf einlassen und immer noch so. Die lyrische Messlatte liegt halt sehr, sehr niedrig und das stört mich zuweilen auch so beim Hören, so dass ich da manchmal das Gefühl habe, so ich werde dann zum Eminem, so dass ich mir denke, Mumble Rapping, aber trotzdem ist ein tightes Ding so und ich müsste meine Bewertung eigentlich von vor ein paar Wochen ein bisschen nach oben korrigieren, deswegen gebe ich Rin 5000 Grad für, wie ich finde, den Hit des Monats, Dior 2001. Okay. Und generell auch für seinen Grind und einfach, weil er, und das habe ich letztes Mal auch gesagt, am nächsten am Zeitgeist ist von allen deutschen Rappern, finde ich, soundtechnisch. Okay, also mein Hit des Monats ist No Stylist, dann haben wir einen Ami und einen deutschen Hit des Monats und beide kommen in die Wer hat die Hitze-Playlist, die du zu Ende machen wolltest, die man dann mindestens, auf Spotify machen wir die, ne? Ja, auf Apple Music. Findet ihr in unserem Spotify-Profil, wo ihr dann auch diese Folge... Ja, Apple Music auch, oder warum nicht? Die Playlist, machen wir die da auch? Ja, oder war es nur eine Frage? Ich wollte nicht noch mehr Arbeit hier aufweisen. Nee, machen wir schon Apple Music. Der Clark macht das. Clark ist unser Streaming-Executive sozusagen. Ja, dein alter Alrighty. Job. Ja. Das war's. Das war 7000 Grad auf hiphop.de. Nice. Yes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Kommentare hinterlassen, Video liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Yes. Peace out. Peace.